Hallo! Hallo YouTube, wir spielen heute wieder Sims an diesem wunderbaren Sims-Woch. Der YouTube-Chat, der Twitch-Chat ist natürlich wieder am Start und ist ganz aufgeregt. Ich hab vergessen einzublenden. Oh, hier! Oh, jetzt habt ihr alles. Das wollte ich nicht. Eine Sekunde. Wir machen so. Hier, da, ganz aufgeregter Twitch-Chat. Wir spielen heute weiter in unserem Szenario. Es ist ein Tag vor Release des Pferdepacks. Und ja. Punkt. Falls ihr auch mal dabei sein wollt, könnt ihr sehr gerne auf Twitch dazukommen. twitch.tv/simfinity_nina. Da findet ihr mich. Und wir sind hier wieder zurück mit unserer wunderbaren Family Blackwell. Bestehend aus Feta-Käse. Aus Mason, der gerade einfach wieder Zucker hoch 3000 ist. Das Pack ist schon draußen. Nee, das stimmt nicht. Das kommt morgen. Außer für mich. Spaß, Leute. Ist natürlich nur ein Witz. Hier ist unsere kleine Lumi, die natürlich mit dem Kopf durch die Wand möchte, weil sie hasst ihren Vater genauso wie wir. Und dann haben wir noch unsere wunderbare Raven, die hier im Bett liegt und schläft und einfach nur hofft, dass wenn sie aufwacht, es einfach nur ein ganz schlimmer Albtraum war. Wie ist nochmal die beiden Mods, über die geredet wurden? Ich weiß nicht, was du meinst, Sophie. Also welche du jetzt genau meinst. More Columns, UI Cheats. Ich konnte es schon kaufen. Ja, und kannst du es spielen, Vivi? Also kaufen ist ja Vorverkauf, ne? Das hat ja nichts mit Spielen zu tun. Ich weiß nicht, was ihr mit 19 Uhr wollt, Leute. Lass mich in Ruhe. Also, ihr seht, er hasst auch alles. Ach ja, genau. Er hat ja einen Burnout. Darüber haben wir uns sehr gefreut, weil das einfach so lächerlich ist, dass er einen Burnout hat, obwohl er sich hier um nichts zu Hause kümmert. Okay, es kann sein, dass sein Job anstrengend ist, aber trotzdem war das einfach sehr lächerlich. Hat der Vater eine Katze geritten? Ungefähr so. Ungefähr so ist es. Nämlich. Vorverkauf ist schon spielen ab morgen. Ja, also ich weiß das. Das war nur, ne? Ich war so lange nicht mehr beim Sims-Woch dabei, weiß gar nicht mehr, was los ist. Aber Josi ist gar kein Problem. Also hier passieren jedes Mal so viele Dinge, dass ich das Gefühl habe, ich weiß auch nicht mehr, was los ist. Genau, das Burnout kommt mit Zusammenwachsen. Also das ist vom Spiel selber. Das hat nichts mit einem Mod zu tun. Alles wie immer. Genau, okay. Ach ja, wir können jetzt mal die Decke einfärben. Probieren wir das doch direkt mal aus. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt geht. Wahrscheinlich müssen wir erst im Baumodus, ne? Also mich hat es auch noch nie interessiert, weil ich habe jetzt auch nicht so die Ambition, meine Decke zu färben. Aber Leute, die gerne bauen, also die Sandri hat sich da bestimmt drüber gefreut. Wie geht denn das? Da? Wie kann ich das machen? Bei Boden. Natürlich. Ist ja ganz klar. Wenn ich die Decke streichen möchte, drücke ich auf Boden. Freude war ganz groß. Siehste? Wusste ich doch. Ist auch ganz klar. Logisch. Logisch. So, da. Decken nach Zimmer. Decken nach Fliese. Ja, und wie? Hallo? Ah! So sehe ich. Aber gibt es nicht eine andere Ansicht? Wow! Man kann jetzt echt Tab drücken. Das ist ja super toll. Ja, aber ich möchte gerne das Weiß behalten eigentlich. Aber ich kann ich jetzt jeden Boden an die Decke machen? Theoretisch? Kann ich das irgendwie anders machen? Eine Decke auswählen? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich möchte diese Decke auswählen. Wie Decke? Achso, von oben. Hä? Und jetzt? Hä?
Bitte helfen Sie mir. Envy, hallo! Wenn du von oben auf den Raum guckst, kannst du die Decke auch entspannt einfärben. Die Sims-Expertin wieder in ihrem natürlichen Terrain. Josi, ich möchte bitte sagen, dass hinter mir mein Expertenzertifikat steht. Also bitte, seien Sie ruhig. Genau so, hä? Und jetzt? Ja, aber so mache ich doch den Boden. Ach so, nee. Wir haben ja gar keinen. Ja, okay, ich hab's jetzt, Leute. Ich dachte, das wäre unsere zweite Etage. Aber wir haben ja gar keine zweite Etage. Okay, machen wir einfach mal so. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Das ist ja wirklich toll. Guckt mal. Wow. Das ist ja wirklich clever von denen. Sehr clever, dass die dann parallel die freie Kamera eingebaut haben, ne? Weil sonst könnte man sich das ja nur voll schwer angucken. Haben die sehr gut gemacht. Good job, EA. For once. Spaß! Welcome to our Wohnzimmerdeck. Ja, also ich finde das wirklich sehr süß. Wir können da ja jetzt auch irgendwie so ein Teppichchen machen oder eine Blumenwiese. Kann man eine Blumenwiese an die Decke machen? Guck mal, wie toll. Ist auch schön, hat man das Gefühl. Man ist irgendwie so im Wonderland. Was ist Tab? Mit den Pfeilen über Caps. Also die Taste, wo du drauf drückst, wenn du groß schreiben möchtest. Und darüber ist die Taste, wo man das feststellen kann, dass man alles groß schreibt. Und darüber die Taste sind ja diese Pfeile. Und das ist Tab. Ansonsten kann man das auch einmal googeln, dann steht da, welche Taste Tab ist. Schön die Wiese, ne? Für den Burnout besonders hilfreich. Voll! Für die Kreativität finde ich voll gut. Finde das richtig gut. Mal so ein Teppich. So einen, der einem gar keine Kopfschmerzen macht. Zum Beispiel. Nee, aber finde ich süß. Also ich stelle mir das so vor. Guck mal, Lukas hat doch mal so eine Hütte gebaut. So eine Lodge. Und da, wenn man da die Decke dann so einfärbt. Das ist schon geil. Nori, danke schön für die 31 Monate. Vielen, vielen Dank. Habe ich noch? Nee, das habe ich nicht übersehen. Danke für eure Follows. Gerade kamen schon ganz schön viele Follows rein. Vielen Dank. Sand ist auch eine sehr gute Idee von euch, ja. Ist das Sand? Guck mal. Finde ich auch eine gute Idee. Ist schön, wie kreativ ihr seid. Das ist irgendwie ein bisschen Mindfuck, muss ich sagen. Weil der Sand würde ja runterfallen, wisst ihr? Oh, Hilfe, das tut mir irgendwie in meinem Gehirn weh. Aua, ich möchte das nicht mehr angucken. Fänd hohe Decken mit Deckenbalken eigentlich. Das heißt, also ist völlig neue Möglichkeiten, ne? Echt cool. Gibt's was mit Wolken? Also CC könnte man ja runterladen, aber ich glaube vom Game aus. Also wenn, dann würde ich mir das bei Teppich vorstellen, dass es sowas gibt. Aber gibt's nicht, aber Sisi regelt. Sarah, Hallöchen, schön, dass du da bist. Hast du einen Dino-Boden? Leider nein. Aber, guck mal, so einen schönen Dielenboden an der Decke finde ich schon toll. Guck mal, ich finde, das sieht wirklich voll süß aus. Dann lassen wir jetzt einfach auch. Mimi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Na? Ab wie viel Uhr ist das Pack morgen spielbar? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Weiß das jemand? Ist das ab 0 Uhr spielbar oder morgen ab einer bestimmten Uhrzeit? 19 Uhr kommt es raus. Ach, da wird die EA-App bestimmt nicht wieder down sein. Auf gar keinen Fall wird es so sein. Das wird laufen wie am Schürchen. Okay, genug gequatscht jetzt. Achso, warte mal. Ich will mal ganz kurz. Was gibt's Neues da? Es gab doch auch irgendwie neue Swatches. Ja, das finden wir jetzt eh nicht heraus, ne? Was ist denn das für eine schöne Tür? Oh, guck mal, das ist ja perfekt. Eine Stable Door einfach. Einfach dann, ne? Oh, guck mal, was ich hab. Einfach so eine Scheunentür. Ich muss noch einen Pferde-CC-Shopping-Video machen. Das mache ich für nächste Woche. Kami, dankeschön für dein Prime Sub. Herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank. Dein Raketenmodus wurde natürlich
fachgerecht gestartet. Also schneide dich gut an, halte dich fest und dann geht's los. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Bei allen Fliesen und bei vielen Holzböden. Ah, okay. Ja, CC, woo! Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel neues CC geben tatsächlich. Ich glaube, da legen die CC-Creator richtig los. Und Kami, schön, dich auch im Chat zu lesen. Vielen, vielen Dank. Und Ems Lily, danke schön für die 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Thanks a lot, guys. Okay, dann wollen wir mal unsere Familie weiter entertainen. Ich weiß gar nicht, warum unsere Kinder wach sind. Also, eigentlich sollte sie auch schlafen. Warum wacht sie auf? Okay. Okay, ich glaube, sie schläft. Und Mason ist jetzt auch eingeschlafen. Hast du sehr gut gemacht, Fetu. Dann geh auch mal ins Bett und schlaf. Hab heute mein CC geordnet, hätte nicht gedacht, dass ich 2 Stunden dafür brauche. Ja, das ist echt krass. Aber also, ich habe es ja auch so ein bisschen geordnet mittlerweile und es macht schon einen Unterschied. Schon sehr, sehr gut. Und Josi, was gibt's Leckeres? Erzähl! Merke gerade, Sims wird mich mega überfordern. Hat meiner Frau die IKEA-Prüfung Schönebucht bestanden. Wie bitte? Du sprichst in Rätseln. Durch das Szenario will ich unbedingt zusammen wachsen kaufen, aber ich spiele Sims nur gelegentlich auf meinem MacBook und wahrscheinlich würde den einen Pack schon grillen. Ja, also das ist halt immer ein bisschen schwierig auf Laptop, ne? Aber zusammen wachsen lohnt sich wirklich sehr. Also es ist ein sehr, sehr schönes Pack. Kindheitsessen, Kartoffeln mit Spinat und Spiegelei. Och, lecker, Josi, lass es dir schmecken. Schönebucht, achso, schon nicht. Okay. Wie ist die Lage der Väter? Lebt er noch? Nee, nee, also der wird auch erstmal nicht sterben. Guck mal, bleib mal stehen. Lass deine Mama. Achso, die ist eh schon wach. Der wird auch erstmal nicht sterben, weil wir uns jetzt gedacht haben, wir hassen unser Leben einfach erstmal. Warte mal, Mason, was brauchst du? Dir geht ja voll gut. Hey. Mason, weißt du, dann beschäftige dich doch mal ganz kurz selber. Wo sind denn hier deine Klötzchen draußen, ne? Guck mal. Geh mal kurz hier, mach mal Stapel mal. Und deine Mami geht so lange nämlich auf Klöchen. Wir haben beim letzten Mal nämlich tatsächlich auch eine Affäre angefangen mit Matteo, oder? Genau. Erst wollte er uns, dann hat er so getan, als wäre er doch lieber seine Frau möchte. Es war toxisch AF. Und dann haben wir irgendwas von ihm mitgenommen. Ich glaube ein Bild oder so. War schön. Ja, verstehe ich, Anna. 40 Euro ist ja auch verdammt viel Geld. Den Gockel, genau, den Gockel haben wir mitgenommen. Haben wir den aufgehangen? Ja, hier, guckt euch ihn an. Toll. Einfach schön. Mary, danke schön für die 12 Monate. Und Annalena, danke noch für die 17. Danke, ihr Lieben. Ihr Süßmäuse. Nee, warte mal, bevor du jetzt isst. Ich weiß, du hast Bedürfnisse. Aber bevor du das jetzt machst, muss hier jetzt mal irgendwer dafür sorgen, dass es ein bisschen Ordnung gibt. Guck mal, Mason spielt hier schön im Regen, süß. War ein schöner Ausflug, Bilder geschenkt bekommen. Ich fand's auch schön. Ich muss wirklich sagen, dass ich mit meinem Gaming-Laptop so zufrieden bin. Alles, was ich spiele, läuft ohne Probleme. Und ja, klar, die Lüftung hört man schon, aber durch Platzmangel nicht anders machbar. Und er war jeden Cent wert. Ja, das ist doch voll cool. Das ist doch schön. Was hast du? Wach und wütend. Kenn ich. Und Mama geht hin und kümmert sich. Nee, oh, Fetu. Hör mal, was machst du? Nach Säugling singen. Könntest du bitte aufhören zu weinen? Ich versuche zu schlafen. Weißt du, dein Kind hat Hunger. Ich weiß nicht, ob Kuckuck spielen jetzt hilft. So. Er möchte aber immerhin für sich etwas zu kochen machen. Ich weiß nicht, wann hat Lumi Geburtstag? In 2 Tagen, weil wir wollen ja unbedingt das mit dem Babyfutter ausprobieren, also Babyessen ausprobieren. Das heißt, wir müssen ihr noch beibringen zu sitzen. Das heißt, Fetu, wir haben keine Zeit. Geh weg. Oder, ach, Fetu, kümmere dich. Dann kann Raven sich nämlich mal ganz kurz um sich selber kümmern. Tröste sie mal ganz kurz. Und then give her the bottle. So. Und dann kann sie nämlich kurz den Kuchen essen. Lass es dir schmecken, Girl. Wie sie auch einfach voll wütend wird auf ihren Dad. Ja, das sind die Vibes.
Lena, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und du machst Armbänder für die Eras Tour, süß. Schön im Regen. Ich finde Regen schön. Ich finde es auch schön, dass hier auch überall alles verbrannt ist. Ach süß, das ist ja ein bisschen niedlich, ne? Niedlich, wirklich. Auch was hat sie denn jetzt? Ist da jemand? Gut, also ihr Vater kümmert sich und sie hat nicht das Gefühl, dass jemand da ist. Alright. Says much about the situation. Luisa, Hallöchen, der Tonk, Hallöchen. Dein Stream kommt heute wie gerufen, hatte einen nicht so guten Tag und jetzt kann ich wunderbar abschalten. Franzi, fühle dich ganz, ganz festgedrückt. Schön, dass du da bist. Ihre Augen sind ja mal wunderschön. Ja, die ist wirklich eine süße Maus, die Lumi. Ganz, ganz süß. Jetzt ist sie aber immer zufrieden, das ist schön. Und sie wollte ganz kurz kontrollieren, ob auch wirklich alles gut läuft. Und dann kann sie nach dem Kleinkind sehen und will auf jeden Fall auch noch mit jemandem flirten. Also sie hat jede Menge Bedürfnisse. Aber immerhin geht es ihr mal gut, außer dass ihre Brust platzt. Aber dann räumen wir nochmal ganz kurz das hier auf und können vielleicht auch nochmal hier den Boden putzen. Eventuell, so ganz eventuell. Jungs, Mama, danke für die 25 Monate. Mason, du musst kurz warten, bitte. Angel, Angel, Angelsteg. Ich möchte doch nur angeln an einem Angelsteg. Käppchen, hallo. Sollte die Tochter nicht Feta heißen? Nee, nee, die heißt Lumi von Halumi. Käse. Guck mal, er will auch Käse. Kein Problem für dich. Also wir machen dir gerne ein Grilled Cheese. Alles für unseren Sohn. Achtung. Kochen. Grillkäse. Nee, lass ihn. Suppi. Also er kümmert sich ja schon. Achso, ich wollte gerade sagen, er kümmert sich gut um Lumi, aber Lumi liegt auf dem Boden. Aber guck mal, hör, was war das denn? Was war das? Erreicht einen Meilenstein? Lachen! Süß. Kannst du da mal ganz kurz vielleicht mit ihr ein bisschen Bauchzeit verbringen? Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Da. Ich will unbedingt der mal das Babyessen geben. Ach ja, oh nee. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt nicht vielleicht in den nächsten 2 Minuten brennt. Boah. Guck mal, wäre das jetzt eine Vorhersage gewesen. Dann, ne, hättet ihr geguckt. In letzter Zeit scheint bei Raven irgendwie alles schief zu laufen. Eine schlechte Nachricht jagt eine die andere. Die Leute sagen, du wirst es nie herausfinden, wenn du es nicht versuchst. Aber keiner redet davon, wie es sich anfühlt, wenn man es versucht und es nicht geklappt hat. Raven kann keine Enttäuschung mehr verkraften. Es ist beängstigend und zu schmerzvoll, es noch einmal versuchen. Und das meine ich, wenn ich sage, dass das Spiel irgendwie immer weiß, was ich hier erzähle. Es ist so crazy. Es ist wirklich verrückt. Hab mir die schöne Hose einfach direkt versaut. Ach ja, die Zara-Hose, ne? War ein Fleck drauf, reden wir nicht drüber. Und dachte ja besser auf der hellen Hose direkt mit Fleckentferner. Fleck ist weg, aber die Hose an der Stelle jetzt auch ausgewichen. Oh no. Ach, Kaki. Mach jetzt einfach überall, dann sieht das so aus, als wäre es gewollt. Aber wie krass, oder? Also es passt ja so gut. Polina, Hallöchen. Stimmung ist sehr gut. Stimmung ist super. Es brennt nämlich nicht. Oh nein, und es ist schlechte Qualität. Kann sie so schlecht kochen? Ich kann doch gar nicht so schlecht kochen. Warum ist das immer alles so schlecht? Nee, 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 nee. Das ist ja auch nicht dein Essen. Das ist für deinen Sohn. Stopp. Hier, lecky. Ja, du sollst Mason da reinsetzen. Warum können wir jetzt nicht Mason da reinsetzen? Das ist hier die Frage. Hä? Warum kann ich ihn nicht in den Hochstuhl setzen, Leute? Ich hasse dieses Spiel. Oh.
damit eigentlich mit den Streams noch nicht so weit. Dachte, ich schau trotzdem mal rein. Schön, dass du da bist. Ah, sie macht es schon selber. Mach Sitz. Wehe, du gibst ihm Essen. Stopp. Stopp. Er kriegt ein Gammel. Ah! Wo ist das Steak? Grill. Wo ist das hier? Lass es dir schmecken. Sims ist so ein tolles Spiel. Ich liebe Sims über alles. Ich möchte nie wieder ein anderes Spiel spielen. Ich kann das nicht wegräumen. Oh mein Gott, warum? Aber sie kann sich auf den Rücken rollen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, Leute. Das ist ein Lichtblick in unserem Universum hier. Minikeks, Hallöchen. Saskia, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Ich bringe schon das zweite Lied. Ja, ey, also ich bin einfach eine Content-Maschine, wie die Sandri sagen würde. Es ist so belastend, ne? Warum ist das so? Es gibt eine Minimod, dass ihre Kinder nicht so schnell selbstständig aus dem Stuhl holen. Ja, bitte, Mimi. Okay, aber sie kann sich auf jeden Fall auf den Rücken rollen. Das ist was sehr Schönes. Können wir ihr dann jetzt schon Sitzen beibringen? Nein. Dann mach nochmal Bauchzeit. Die Gräfin Hallöchen. Bekommt sie einen Höhenflug mit ihrem Gesinge? Naja, wenn das Feedback so positiv ist, dann kann man ja auch nur, also, ne? Also, Mason, ich würde dir wirklich gerne... Ja, iss dein Kuchen. Hör mal. Ach nee, hä? Ach, keine Ahnung. Ich stell's einfach nicht mehr in Frage. Wer bist du jetzt? Olivia. Was willst du? Und wer bist du? Olivia Kim Lewis. Wer sind die nochmal? Na, komm rein. Plot bis heute Abend, 19 Uhr kommt der Album-Teaser. Ja, das ist, steht schon fest. Ne? Pia! Hallöli, schön, dass du da bist. Wie geht's? Dann sitzen die Sims da und sagen, wir haben die Hochschule gefixt. Ja. Rory, was möchtest du jetzt? Nee. Och, Mann. Ja, okay. Lass mich in Ruhe. Okay. Eins nach dem anderen jetzt mal hier. Ne? Dem Kind geht's schlecht, weil das Essen eklig war. Überstrahlt. Das Liebe zu Sims in einem Clip. Sims ist so ein tolles Spiel. Ich liebe Sims über alles. Ich möchte nie wieder ein anderes Spiel spielen. Ich kann das nicht wegräumen. Oh mein Gott, warum? Einmal schön. Das Twitch sieht ja wild aus, das ist nur bei Clips so. Also hier habe ich auch Dark Mode. Oh mein Gott. Schön. Freut mich. Einfach schön. Schöner Song. So, ich weiß jetzt nicht genau, was sie hier möchte. Ich glaube, sie möchte unseren Windeleimer ausleeren. Und Mason möchte freundlich zu uns sein. Das finde ich auch nett. Wollen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen mit ihm in den Pool, auch wenn es regnet? Was soll's? Bisschen Quality Time. Nee, wir setzen ihn jetzt erstmal in den Hochstuhl. Ne? Er ist jetzt erstmal nur rund. Er wollte gerne in den Hochstuhl, deswegen sitzt er jetzt im Hochstuhl. Ne? Äh.
bis Lumi sitzen kann, ist der Hochstuhl jetzt verboten. Ich kann es nicht mehr ertragen, Leute. Ich kann es nicht mehr ertragen. Okay. Alles gut. Alles easy peasy. Wir bringen Mason in den Pool. Ja, wir gucken mal, was Lukas zaubern kann. So I put my hands up, they play my song, the butterflies fly away. Sweet Gaming, vielen, vielen Dank für den Raid, Hallöchen, herzlich willkommen im Chaos-Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Stream, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und ich habe mich gerade schon gewundert, was einer geschrieben hat. Ich bin Nina, Hallöchen, wir spielen Sims, wie ihr seht, und wir strugglen. Guck mal, nee, doch nicht, doch da, guck mal. Der Wassertropfen an seinem Auge ist ein Herz. Süß. Wir strugglen gerade ein bisschen, weil wir einen Ehemann haben, den wir nicht so toll finden. Und deswegen ist gerade alles ein bisschen schwierig. Aber ansonsten spielen wir ja das superreich durch Schurkerei-Szenario. Und uns geht's gut. Hallöchen, wir sind zwar nicht viel, aber wollte mich mal für den Raid im Herbst letzten Jahres bedanken. Hör mal, das ist auch gar kein... das ist doch gar kein Problem. Also das klingt ja völlig scheiße. Ich freue mich über jeden Raid, also vielen, vielen Dank und schön, dass ihr hergekommen seid. Also ja, macht euch gemütlich vielleicht, wenn ihr möchtet. Es brennt hier auch ab und zu und manchmal sterben Menschen, Sims meine ich natürlich nur, und manchmal brechen wir Ehen, weil wir gemeine Herzensbrecher als Bestreben haben. Es passieren eine Menge Dinge, also ne? Ist okay, Josi, danke. Danke. Ab und zu, ja. Und Simbali, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Sarah, danke für die 200 Bits. Was war das? Ist das ein... Ich hab euch im Auge. Man weiß ja nie bei diesem Mann, ne? Noch gerade dabei, eine eigene Legacy zu spielen. Super anstrengend, aber die Vorbereitung auf das neue Pack morgen laufen ja sehr schön. Freut ihr euch denn aufs neue Pack? Süß aber. Das finde ich ganz schön süß hier. Kann man eigentlich mit Kleinkindern in the Water Park... Ne, der ist in einer anderen Nachbarschaft, ne? Wartet mal, wir machen jetzt mal einen schönen... Guck mal, es ist Samstag. Es ist semi-gutes Wetter, obwohl Sommer ist. Wir gucken jetzt mal, ob die Kleinkinder auch was im Wasserpark spielen können. Also man hat ja hier in der Mitte diesen Wasserpark. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ja, Fee, du komm mit. Ab und zu gibt es Gesangserlagen. So ist es. So ist es. Bin mir immer noch unsicher, ob ich das Pack kaufe. Wir können gerne mal eine Umfrage machen, wenn ihr möchtet. Ob ihr euch das Pack kaufen wollt oder nicht. Sandri, sowas von true. Okay. Können wir einmal Lumi hier absetzen und kannst du Mason hier rübertragen, weil bis der da drüben ist. Hui. Dann machen wir einen schönen Spaziergang. Ich hoffe ja, dass noch irgendwann vielleicht ein Set kommt. Mein Kinderwagen. Mein erstes Kinderwagen-Abenteuer. Fände ich toll. Hättest du es dir gekauft? Ja. Einfach weil ich ein Konsumopfer bin, was das angeht. Und es ist ja von Grund auf auch erstmal coolen. Oh mein Gott, süß. Weil es ja von Grund auf erstmal was Cooles ist, um das im Spiel zu haben. Ob es dann 40 Euro wert sind. Aber ja. Kinderwagen werden mega, ja, voll.
Aha, richtig cool. Also ich meine, es gibt ja die Tragen, aber die funktionieren ja auch nur mehr oder weniger gut. Ja. Keine Aufmerksamkeit übrig. Die Betreuungspersonen von Mason sind so beschäftigt mit seinen Geschwisterchen, dass er kaum noch Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, das ist gegenüber Fetu. Kann man nicht sehen. Ich dachte, das wäre ein Gefühl. Das ist gegenüber Raven. Oh no. Ist das auch von Zusammenwachsen? Lauri, Hallöchen. Koche gerade vegane Carbonara. Oh, hör doch auf. Lecker. Lass dir schmecken. Das ist voll traurig, ne? Aber sehr, sehr süß. Richtig niedlich. Philipp, Hallöchen. Na, wie geht's? Okay, aber guck mal. Jetzt kannst du ein bisschen hier im Wasser spielen. Das ist doch schön. Und deine Schwester stinkt. Und dein Vater singt schön. Oh Gott. Hilfe. Können wir mit ihm spielen? Naja, wir tun einfach so, als wenn wir mit ihm spielen. Süß. Wir lieben dich, Mason. Versprochen. Nörgeln? Und er gibt uns schon wieder das Kind. Oh, krass. Exakt gleich? Oh mein Gott. Hä? Ach so, es gab mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich dachte gerade so, 32% und 32% ergibt nicht 100. What a happy family day. Ist schön, oder? Also, es ist einfach schön. Fängt es jetzt auch noch an zu regnen? Wow. Ja, ich weiß leider nicht, wo du hier auf Toilette kannst. Ach, da. Aber das ist schon süß. Ich wünschte, man könnte noch ein bisschen mehr hier machen, aber das ist schon ein bisschen süß. Du, Hallöchen. Nicht gleich, ich war zu spät, hab's auch gekauft. Kat, hallo. Wie geht's? Guck mal, die alleinerziehende Mom. Das ist doch schön, oder? Warum geht's ihr schlecht? Wegen allem. Hm. Und wir stillen sie einfach mal kurz. Ich meine, sie liegt im Wasser. Also vermutlich fände ich es auch scheiße, wenn ich sie wäre. Ronja, Hallöchen, herzlich willkommen. Im Lurk klingt das plausibel. 32 plus 32 ist nicht gleich 100. Habe ich gut bemerkt, oder? Süß. Das ist schon sehr, sehr süß. Aber irgendwie stinken die alle. Guck mal, wie viel er sich einfordert. Das ist so niedlich. Und jetzt geht es ihm auch wieder richtig gut. Und sie schläft einfach jetzt hier in dem Wasser. Raven geht so schlecht, aber sie lässt den Kindern gegenüber einfach nichts sich anmerken. Ne? Warum ist das hier kein Grundstück, was man bewohnen kann? Ich meine, die hätten das ja nicht machen müssen, dass man den Steg verändern kann. Ne? Aber... Also die hätten ja quasi die Plattform bebaubar machen können. Also dass hier ein Grundstück drauf ist. Das wäre ja so cool. Das ist ja so ein cooles Grundstück. Aber nein. Heute nicht. Sally, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Gudi, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut, Gott. Und Steffi, Hallöchen. Welche Sprachen sprichst du oder würdest du gern sprechen? I speak a little bit of English. Hablo español un poco oder so. Und Deutsch. Ja, also ich kann halt Deutsch, Englisch und ein ganz klein bisschen Spanisch. Also ich hatte 2 Jahre Spanisch. Und Latein hatte ich, aber das ist ja nichts, was man spricht. Aber sonst kann ich leider keine Sprache. Ja, ja. Una cerveza, por favor. Das Wichtigste. Emmy, Hallöchen. Bei uns fängt es an zu stürmen. Also bei uns ist es auch ziemlich... Oh mein Gott, Lukas hat im Freibad schwimmen.
Soll das gleich auch noch so sein? Nur Regen. Da bin ich ja mal gespannt. Simlish kann ich auch. Sul, sul. Meistens kann ich Deutsch sprechen, ja. Aber nicht immer. Aber sie hat sich wirklich Mühe gegeben, dass die hier einen schönen Nachmittag verbringen können. Süß. Die Mäuse. Ja, Mason. Wann hat Mason Geburtstag? Am Dienstag. Okay, da wird er auch schon zum Kind. Ist von uns zu euch gezogen. Geht maximal 15 Minuten. Okay. Na gut. Leo, mach's gut. Schön, dass du da warst. Oh mein Gott, guck mal, das ist aber, das zeigt ja mal wieder, was sie für eine gute Mom ist, ne? Ihm geht's voll schlecht, er hat sich von ihr ignoriert gefühlt und so und jetzt die ganze Zeit nimmt sie ihn in den Arm, gibt ihm ein Küsschen und so. Mir geht's einfach auch schnell wieder nach Hause, weil, ja, ne, Lumi geht's ja auch schlecht und wir lassen Fetu einfach da. Der kann später nach Hause kommen. Daniela, danke für die 5 Monate und Sandy, danke für 6. Vielen Dank. Kommt heute kein YouTube-Video online? Das kommt heute um 19 Uhr. Aus Gründen. Warte mal, Lumi stinkt einfach so, ne? Sie braucht keine frische Windel, oder? Wund von Windel. Hä? Aber da stand doch eben, sie braucht keine. Nein, nein, nein. Dann gehen wir sie mal waschen. Latein hatte ich auch, eigentlich ziemlich unnötig, aber irgendwie mochte ich das Fach trotzdem ganz gerne. Ich finde es ganz cool, weil man dadurch andere Sprachen viel besser versteht, weil man den Wortstamm halt kennt. Also zumindest was Spanisch, Französisch und so angeht. Da versteht man halt vieles, weil man das aus dem Lateinischen kennt. Und Sims Girl, danke schön, dass du N4 abgeschenkt hast. Vielen, vielen Dank. Und Tinka, danke für die 4 Monate. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Was snackst du da? Wir haben gestern Ofenkartoffeln, also Kartoffelspalten gemacht. Und die esse ich so zwischendurch. Aber einen Pudding im Kühlschrank. Also nicht die Awa. Ja, Mason. Süß. Der hat auch eine volle Windel. Ich finde, sie ist eine tolle, alleinerziehende Mom. Es ist sehr schön, dass du da bist. Hoffe, dir geht's gut. Letztens hat mich in Sim so in den Wahnsinn getrieben, dass ich ihm gedroht habe, ihn zu löschen. Dann ging es eigentlich. Ja, manchmal muss man dann auch ein bisschen streng sein, ne? Isst du gerne Gemüse, also gebacken? Ja. Ich liebe Gemüse. Jeglicher Art. Süß. Ah, ihr erstes Schaumbad. Was sagt das jetzt über diesen Zustand hier aus? Okay. Jetzt hat sie noch Hunger und dann will sie schlafen. Perfekt. Ab an der Brust. Imagine, die guckt jedes Mal so eine Katze an, wenn du den Kühli aufmachst. Vor allem böse, eine grimmige Katze. Fleisch ist nie das Gemüse. Es gibt so einen auf Instagram. Der ist so ein richtiger... Warum hat sie Schaum auf dem Kopf? Der ist so ein richtiger... Wir grillen heute und wir sind Männer! Und sein Joke ist es zu sagen, ein bisschen Salat für die Mädels. Oh mein Gott. Und Lukas hat den manchmal auf seiner... Also bei Lukas besteht fast alles aus Essen auf seiner Explore-Page bei Instagram. Bei ihm ist er da manchmal, wenn er da so runterscrollt. Und ich reg mich jedes Mal so auf, weil das triggert mich einfach so, wenn man Fleisch so lebt. Also jeder kann ja machen, was er will, aber es triggert mich einfach, wenn man dann so tut, als wenn das so das einzig Wahre ist. Und dann sagt er immer so, ja, ein bisschen Salat für die Mädels. Anouk! Hallo! Schön, dass du da bist. Haben wir es jetzt? Was haben wir da jetzt? Also... Victor ruft an und sagt, wo hast du deinen neuen Schatz gefunden? Als Notnagel im Baumarkt?
Also nur nochmal für die, die vielleicht bei den letzten Malen nicht dabei waren. Victor ist der Vater von Mason. Victor war mit Lily zusammen. Er hatte dann was mit Raven. Und Raven hat die dann, also dann haben die sich getrennt. Und ich glaube, hatte er nicht dann auch schon jemand Neues? Also auf jeden Fall stand er dann auch letzte Woche auf einmal bei uns vor der Tür. Und also es ist einfach erst richtig eifersüchtig. Es ist so krass. Vor allem glaube ich, er meint nicht mal Fetu, sondern ich glaube, er meint den wir letzte Woche hatten. Es ist so crazy. Bei mir gibt es heute überbackene Tagliatelle. Hör doch auf, Kat. In einer Lackspinat-Sahnesoße. Bin noch ganz fancy und schmeiß noch ein paar getrocknete Tomaten mit rein, weil die weg müssen vom Urlaub. Oh Gott, das hört sich so lecker an. Oh mein Gott, geil. Genau, Judith. Stimmt. Er hat ja schon, also er hat jemand Neues. Genau. Ich erinnere mich. Die machen jetzt eine Patchwork-Familie. Bei uns gibt es heute Veggie-Tortellini-Auflauf. Oh, lass die schmecken, geil. Und Jasmin, danke für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ein Gangsalat, schön. Das hört sich alles schön an. Freut mich für dich. Danke, Leute, jetzt habe ich wieder Hunger. Enfi, es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Hier wird immer über Essen geredet. Am nächsten liegt ja schon im Bett, die kleine Maus. So, dann legen wir Lumi auch kurz ins Bett und dann gehen wir auch ins Bett. Oh. Wir machen kurz einen Nap. Bei mir gibt's Lasagne, hör auf. Eine richtig geile Bowl, hör auf. Och Mann, Leute. Ich meine, bei mir gibt's heute auch leckere Nudeln. Also, glaube ich. Aber. Spinat-Lasagne würde ich auch nochmal nehmen. Ich hab's euch gesagt, ne? Die ist einfach nur geil. Du fragst auch immer, was es gibt. Ja, ich lieb's ja auch. Ich will's ja auch immer wissen. Warum stinkt sie denn jetzt schon wieder? Oder irgendwas stinkt? Naja, schlaf jetzt halt. Achso, sie stinkt. Ja, nee, geh erstmal schlafen. Oder nee, warte, geh erstmal pieseln. Und dann geh schlafen. Es ist nicht einfach, aber du hast es bald überstanden. Also erstmal hast du jetzt dann noch bald einen Tag 2 Kleinkinder, das wird auch lustig. Aber dann wird Mason schon zum Kind. Bei mir gibt es jetzt Curry auch so geil. Vegane Carbonara. Och Mann, ihr habt alle so leckere Sachen. Bei mir gibt es halt Spitzkohl auch geil. Na, natürlich. Natürlich kommt Fetu nach Hause und legt sich straight ins Bett. Wisst ihr, guck mal, hier gammelt alles vor sich hin. Und er denkt sich so, oh nee, ich bin ganz schön müde, ich muss jetzt erstmal ins Bett. Okay, jetzt gehen wir ganz kurz essen. Ach, ja, wir gehen mal ganz kurz essen. Wir gehen mal ganz kurz duschen. Und sie wünscht sich eine neue Beziehung zu beginnen. Raven, du machst mich fertig. Wie kann... Also... Nee, Chit. Also, die Beziehung gerne, aber das nicht. Da bin ich raus. Soll ich mal was sagen? Ich weiß, es ist erst Juli, aber ich hatte noch nicht mal Sommerurlaub. Aber heute irgendwie Herbst-Vibes und freue mich jetzt schon wieder, wenn es kühler wird, auf das neue Kürbis-Curry. Also, du kannst dich gerne mal mit Tiffy und Tabea unterhalten. Ich weiß nicht, ob Anni da auch mitgemischt hat. Auf jeden Fall freuen die sich auch schon auf Herbst oder auf Weihnachten und alles. Also, ja. Ich bin noch im Sommermodus. Ich genieße noch ein bisschen den Sommer. Aber ich freue mich danach auch ein bisschen auf Herbst. Ja, ja. Nee, also da, nee. Ich möchte nicht, ich will nicht noch einen, wir sehen nichts. Ihr seht das doch, oder? Ach nee, da bin ich drüber. Naja, aber man sieht das ja, Baby machen. Ich will nicht noch ein Baby mit dem Mann machen. Also wir können ihn jetzt gerne noch ein bisschen, ne, hier mit dem Betrügen und so. Das können wir noch gerne mit ihm machen, aber dann bin ich auch fertig mit ihm. Sie wünscht sich ja jetzt eine neue Beziehung und so weiter. Also ich glaube, sie ist auch ready, weil ich habe mir nämlich gerade so gedacht,
also in so einem, also ich habe ja gesagt, in diesem Szenario können wir ja auch machen, was wir wollen, ne? Und klar, wir spielen auch in der See the World bald da, aber wir können ja auch einfach dann mal nochmal umziehen, so. Genau, betrügen und so können wir noch mit ihm machen, ja. Weil dann können wir, also es ist ja zufällig so, dass es eine neue Stadt gibt, so, also. Mal gucken, so, oder? Nur also mal in den Raum geworfen. Ne? Weil wir haben ja dieses Szenario angefangen, um einfach mal zu machen, was wir wollen. Minialöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's? Nur mal gucken, eben, genau. Mit dem Trügen können wir gerne noch machen, aber Baby, nee, nee, das ist auch einfach zu viel. Guck mal, hier steht auch noch ein bisschen was. Ja, da kommst du schon wieder nicht dran. Alleine deswegen würde ich gerne umziehen. Tippy Maus! Welcome back. Einfach mal YOLO. Ja, so. Hab ich, also. Wo hast du dieses Haus gefunden? Das habe ich selbst gebaut. Das ist mein Werk. Hier ist auch noch ein Teller. Mach doch einfach mal. Ach süß, nachts durchschlafen. Die Maus. Und sie ist ja Löchen. Schön, dass du da bist. Okay, warte. Bevor du jetzt dich da um sie kümmerst, geh noch ganz kurz was essen. Wie wär's mit einem Obstsalat oder so? Irgendwas, was nicht brennt. Was für eine Challenge ist das? Wir spielen ein Szenario. Ist gut. Hast du gut gemacht. So. Mrs. Gero, hallöchen. Schön, dass du da bist. Das Pack kommt morgen um 19 Uhr raus. Aber es kann natürlich wieder sein, dass die App dann ein bisschen down ist. Hab nur halb zugehört die letzte halbe Stunde, aber bei Betrügen oder so können wir noch, war ich down für. Ja, müssen wir ja, kann ich auch nichts für. Also ist ja nicht so, als wenn ich das jetzt hier provozieren möchte. Also ich glaube, Raven hat halt einfach immer noch diese böse Ader in sich und sie macht das einfach sauer, wenn Menschen ja so sind. Und wir sind uns ja immer auch noch nicht ganz so sicher, ob, beziehungsweise wir sind uns eigentlich schon sicher, dass Fetu was mit dem Tod von Morty zu tun hat. Können wir noch mal kurz ein Nap machen oder ist sie zu schlecht gelaunt dann? Weil sie ist halt immer noch ein bisschen müde. Geh mal kurz schlafen. Deswegen haben wir ja Grund auch, ihn, also dass sie ihn hasst. Und es ist Herbst. Süß. Wenn wir gerade von Herbst reden. Deswegen wollen wir ihm dann halt Böses zufügen. Morty ist tot, ja. Er ist gestorben. Das war richtig krass. Also das habe ich nicht provoziert. Er ist vor 3 Streams, glaube ich, gestorben beim Klettern. Beim Kletterunfall. Und zufällig war Fetu an diesem Tag auch länger arbeiten. Also es ist alles ein bisschen, ne? Möchte ich kurz sagen. Sass, genau. Black Hat kann es schön ausdrücken. Und er hatte eine Verabredung mit Fetu. Also es kamen sehr viele verschiedene Sachen zusammen. Ja, ist gut. Guck mal, du liegst da noch so früh. Oh nein, jetzt ist sie traurig. Okay, wir kommen. Alles wird gut. Alles wird gut, kleine Maus. Alles wird gut. Hier ist meine Bubi. Boobies, Boobies, Boobies. Boobies machen uns froh. Kommt der nächste Hit. Ich liefere hier einen nach dem anderen. Du kriegst nur was. Du darfst nichts von meinem. Du kriegst kalte Bröckchen. Du darfst nichts von meinem Obstsalat. Hm.
Er ist ein richtiger Stinke-Feta-Käse. Ist es. So ist es. Raven und Lumi sind gute Freunde geworden. Süß. Ist gut. Ihr werdet euch für immer haben. Aber Mason ist schon wieder traurig. Mason, wir kümmern uns um dich. Keine Sorge. Wir müssen dich vielleicht mal ganz kurz ein bisschen duschen. Im Schaumbad. Und Fee, du kannst du dann vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen Bauchzeit mit ihr verbringen, weil ich möchte wirklich... Oh, er regt sich schon wieder über die Deko auf. Ich möchte wirklich, dass sie mal das Essen isst. Und es sind nur noch... Ein Tag, oh no! Oh no! Warum heißt der arme Kerl eigentlich Fetu? Das war ich nicht. War ich nicht. War das Spiel. Fetu schubst nicht nur Bleistifte, sondern auch beste Freunde. Genau, seine Berufsbezeichnung ist nämlich Bleistiftschubser. Passt. Felinara, danke schön für 10 Monate. Und Jasmin, danke noch für die 2 Monate. Ich weiß nicht, ob ich schon Danke gesagt habe, aber vielen, vielen Dank. Okay, jetzt geht's ihm auch. Ach, guck mal. Nach meiner Pfeife. Okay. Tröstliches Licht. Also das hier gilt tatsächlich als Nachtlicht. Also falls ihr dieses Set habt, die von Cibulette oder wie das heißt, gilt das als Nachtlicht. Voll cool. Weil ihr wisst, ich habe da ja auch mal so ein kleines Problem mit. So, jetzt hat er wieder ein bisschen Hunger. Wir geben ihm jetzt einfach so etwas von unserem Obstsalat. Warum nicht? Es wird ein Hochstuhl benötigt. Da. Oh, ab dem Bauch rollen! Yay! Okay, sie kann jetzt selbstständig grobmotorische Meilenstein. Also sie kann jetzt selbstständig entscheiden, Bauchzeit zu verbringen und kann dann weiter ihre grobmotorischen Meilensteine aus voranbringen. Das ist sehr, sehr cool. Können wir ihr denn jetzt da sitzen beibringen? Bei Bauchzeit mitmachen? Nee. Okay. Ja, dann mach mal schön Bauchzeit. Ist das gerade Bauchzeit? Ja. Schön, Leute. Wir kommen der Sache mal näher. Sorry, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Lina, Hallöchen. Sie rennt schon vor ihm weg. Wir könnten ja jetzt auch nochmal, also wir könnten es ja jetzt provozieren, ne? Ich meine, Viktor würde, guck mal, Lilly hat ein völlig neues, ach nee, das ist eine andere Lilly, das ist die Lilly. Wir könnten es halt nochmal bei Viktor versuchen. Also ich würde halt heute gerne schon das hier noch ein bisschen weiter vorantreiben, weil beim letzten Mal haben wir da ja nicht so viel gemacht. Jetzt kann sie sitzen lernen, aber nur außerhalb des Spielzeugs. Okay, dann holen wir sie mal kurz da raus. Hör mal auf damit. So. Sitzen üben! Yay! Oh, ich hasse dieses Spiel. Warum? Warum macht es nicht das, was ich möchte? Jasmin, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und du hast viel Spaß beim Schwimmen. Oh Gott. Ja, ich hoffe, es bleibt bei der Viertelstunde, wie Kat gesagt hat. Ich schwimme eventuell nicht. Okay.
Das sieht ganz schön übel aus. Okay, gut. Ja, pass auf dich auf. Zu wenig Platz. Na gut, dann gehen wir mit Lumi ein bisschen raus. Komm. Ach, komm schon. Warum meint sie immer über uns judgen zu dürfen? Ich möchte keine moralischen Urteile fällen, aber ich habe gehört, dass du erwischt wurdest, wie du deine bessere Hälfte betrogen hast. Du solltest... Ja, okay, ich sollte versuchen, meine Angelegenheiten privat zu klären oder irgendwie sowas. Nelinski, danke für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Es ist richtig krass, wie sie immer so judged. Naja, aber ich wollte eigentlich sagen, dass wir dann jetzt provozieren gehen, einfach. Wir gehen jetzt einfach mal zu Viktor. Wir gucken mal, was Viktor zu uns sagt. Wo wohnen die denn nochmal da? Die Patchwork-Familie. Ist das schön zu sehen, nicht wahr? Wir bringen nun Rache für Lilly. Sie soll sich mal in ihre eigene Nase fassen. So sieht's aus. So nehme ich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute sie schon auf dem Gewissen hat als Werwolf. So, Fetu, du kommst mit. Böse Rory, lasst uns Jay holen, damit sie aus dem Weg geschaffen wird. Mann, ich will... Wartet mal, ich muss mal kurz mein Body aufmachen. Das ist alles ganz schön unbequem da unten jetzt. Ich muss nur ganz kurz meine ganze Hose aufmachen, weil sonst komme ich da nicht dran. So ein bisschen wie so ein Baby fühlt man sich ja auch immer, wenn man so ein Body anhat, ne? Oh. Ja, Entschuldigung. So, jetzt bin ich soweit. Ich bin wieder soweit. Leute, alles gut. So, Gürtel wieder zu. Alles entspannt. Leute, beruhigt euch kurz. Okay. Jetzt geht's weiter im Konzept. Hättet ihr mal lieber, also ne, hätte ich heute mal lieber eine Snacks angezogen. Ne? Dann, apropos, geht der Code mittlerweile? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ein Versuch ist es ja wert. Schauen wir mal. Nehmen Sie 20. Nein! Zu Preis. Habe ich eine Antwort? Nein! Zu Preis. Okay. Und das Tollste ist, wenn du unterwegs bist mit Body und du auf Toilette musst und man jegliche Verrenkung auf der Toilette hinlegst. Noch schlimmer bei Jumpsuits. Heiliger Strohsack. Ich hasse liebe Bodies, hasse die Menschen, die sagen, ja, da die Bodies von, ja, ich will jetzt mal nicht so viele andere Marken sagen, ne, so bequem, aber die haben ja auch keinen Arsch, wo alles in die Abgründe gezogen wird. Da ist gar nichts bequem. Also der jetzt, der hat so einen Tanga-Schlitz quasi. Also das ist nicht so breit, dass es über den ganzen Po geht, sondern halt, ne, da unten lang. Und dann, wenn man sitzt, dann ist das eng. Wollte ich nur kurz sagen. Aber auf jeden Fall, so finde ich die toll. Also so im Stehen sind sie bequem, aber im Sitzen, oh mein Gott, guck. Look at this little gentleman. Er trägt einfach einen Rosenstrauß. Das finde ich ja ganz schön toll. So, wir klopfen mal an die Tür. Mal gucken. Stehbodies sind die neuen Stehkleider. Genau. So ist es. So, Viktor. Ich muss mal mit dir reden. Na? Wir gehen einfach direkt aufs Ganze. Wir haben keine Zeit für Spielchen. Bin so gespannt. So, Viktor, so. Warte. Warte doch, Viktor. Er fühlt sich unwohl. Viktor, also du warst derjenige, der uns angerufen hat und uns gesagt hat, dass du eifersüchtig bist. Du Sau. Ja gut, also er will leider nicht.
dann suchen wir uns vielleicht doch jemand anders. Obwohl, geht das auch als Betrügen, wenn wir es einfach nur versuchen? Schnelle Wiedergutmachung. Hier will er auch nicht. Schade. Aber warte mal, wir gehen mal. Fetu, komm mal hier hin. Oder warte, nee, Victor geht ja runter. Dann geh auch runter. Ja, mag halt Videospiele. Ja, direkt beklauen ist schwierig, weil wir dem mal schon was alles geklaut haben, was man klauen kann. Das ist das Problem, wisst ihr? Die Bank könnten wir vielleicht klauen. Nee. Das ist so ein bisschen schwierig. Das Bild könnten wir mitnehmen. Was soll's, nicht wahr? Den PC kann ich leider auch nicht klauen, nee. Also ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt irgendwann... Kann man das irgendwann klauen, wenn man dann Level 10 ist oder so? Wir sind ja jetzt schon Level 7. Schnappt dir seine Frau. Ja, Lilly hasst uns, glaube ich, auch nicht so doll, ne? Sie hasst uns gar nicht. Ach, guck mal. Super, hat geklappt. Wir gehen mal kurz bei ihr rein und sagen mal, hey, na? Also stört sie ja auch irgendwie gar nicht. Lilly? Ach so, sie sieht uns ja nicht. Nur mal kurz gucken. Ach so, warte mal. Aber dann können wir ja nicht gleichzeitig jemanden entzweien, weil sie ist ja nicht mehr mit Victor zusammen. Mann, warum wollen die alle nicht mit mir flirten? Wir brauchen unbedingt betörend, Leute. 2500 waren es, glaube ich, ne? Das brauchen wir. Polina, mach's gut. Schön, dass du da warst. Beziehungsweise danke für deinen Lurky. Ich glaube sogar ab Level 8 oder 9. Okay. Ja, dann arbeiten wir da einfach noch ein bisschen dran, okay? Und Cindy, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Andere Sims können mir immer an meinem Computer stehen. Ja, das hat ja aber auch immer dann was mit diesem Dings da von nachhaltig leben zu tun. Also welche... Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Da haben die ja dann dieses Sharing is Caring und dadurch können die dann Sachen von anderen mitnehmen. Ja, dann müssen wir jemand Fremdes nehmen, weil ich glaube, das wird nichts mit denen. Oder wir entschuldigen uns mal ganz kurz und gucken, ob es dann besser wird, aber ich glaube, oder wir reden mal, komm, wir reden über die Angst vor Pferden. Machen die mal ein Kompliment über ihr Outfit. Wir sind halt jetzt beide super beschämt. Jetzt halt aber mal die Luft an. Ach so. Entweder... Okay, sie hasst uns komplett. Entweder sie oder Victor ist nicht kokett. Raven hat ihre Anziehungskraft verloren. Das alles nur wegen Fetu. Ja, ist wirklich so. Es ist so. Und Laura, hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Und Anni, hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Also sie ist jetzt sehr beschämt und ihr habt recht, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht wegstirbt. Sie ist jetzt auch schon wieder ein bisschen müde, aber ich möchte, also ich will das vorantreiben hier. Ne? Wir gehen mal in eine Karaoke-Bar. Mal gucken, was es da so gibt. Nicht wahr? Sonst geht es ja auch ganz gut. Gott, diese Grundstücke sind so sad. Dann gehen wir mal ganz kurz aufs Glöschen. Warum sage ich jetzt eigentlich mal kurz? Lukas hat einfach einen schlechten Einfluss auf mich. Das ist ein Mann nach meinem Geschmack. Bogama Boheen, a Gawe, a Sleepy, a Sleepy, Sleepy Beanie. Guck, der legt direkt sein Mikrofon weg, wenn wir kommen. So nämlich. Okay, guckt uns ein bisschen böse an. Aber wir kriegen das schon hin. Guck mal, er will direkt mit uns reden. Wartet, ich habe eine Idee. Wir singen einfach was mit ihm. Duett sing Country. Mit. Faiz. Wait, ist dieser Matteo auch...
Imke. Hi, na? Was macht er? Denn hier? Wie toll ist das denn? Und seine Frau ist auch da. Was macht er? Ein Protest ansehen. Alright, mach du mal. Wir sind beschäftigt. Oh, Juli Hallöchen und Halbi Hallöchen und Jules Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Hey, der Witzka. Ja gut, also... Machen wir das jetzt noch? Ja, machen wir. Okay, und danach gehen wir natürlich zu Matteo, weil vielleicht will er uns ja jetzt doch... Aber ganz kurz singen. Ey. Okay, der Vibe hat nicht so gestimmt zwischen den beiden. Macht aber nichts. Wir gehen mal... Ey, Junge. Nerv mich nicht. Warte, wir gehen erst kurz freundlich zu ihm sein. Oh mein Gott, guck mal. Die reden. Wenn du wüsstest, du kleiner Sack. Hi, na? Oh, Lou ist auch da, natürlich. Alle versammelt. Sind alle versammelt. Fifi, Hallöchen. Apokalypse beschreiben. Wir reden ganz kurz. Oh no! Wait, morgen hat Lumi Geburtstag. Ja, morgen hat sie Geburtstag. Ja, ja, ja. Ganz kurz einen Herzinfarkt gekriegt. Vielleicht will Rory auch einfach was von uns. Das ist eifersüchtig. Ja, das Gefühl habe ich auch schon. Das ist natürlich auch gut möglich. Da kommt eine Frau. Ich dachte gerade, sie hätte einen Taucheranzug an, aber nein. Es ist eine Kapuze mit Brille. Matteo, wo bist du jetzt? Ist er jetzt nach Hause gegangen? Hä, wo ist er denn? Ah, er ist gerade gegangen. Shit. Okay, ich weiß, es ist blöd, aber ich muss das mal ganz kurz cheaten, weil sonst sind wir die ganze Zeit nur im Schlafen. Matteo, komm mal nochmal her, bitte. Ja, Anna, guck mal. Dein Wunsch sei mir Befehl. Und Lena, Hallöchen. Und Nathalie, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Und Little Unicorn, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Sie flirtet gerade mit ihrem Mann. Hör auf. Warum machst du das? Aber das ist ja schon krass, ne? Also die ganze Zeit, die haben ja jetzt schon wirklich lange zusammen gewohnt und die haben die ganze Zeit noch nicht, also nicht mehr irgendwie geflirtet oder sowas. Das ist schon crazy. Also da lief nicht mehr viel zwischen den beiden. Hi, Matteo, na? Mal kurz. Hallo. Seine Frau ist auch wieder da. Komm schon. Oh nein, findet er doof. Nein, war er nicht doof? Oh mein Gott. Okay, Leute. Josie, danke für die 12 Monate. Und Nadine, danke für die 2 Monate. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Matze, Hallöchen, herzlich willkommen. Er ist jetzt eifersüchtig. Und da oben ist ein Heartbreak. Oh mein Gott, es tut mir auch ein bisschen leid. Stop it. Es fühlt sich an, als wäre es bereits eine Ewigkeit her, dass Fetu mit seinem Schatz romantisch war. Es könnte Paranoia sein oder Furcht oder ein ungutes Gefühl, aber Fetu kann einfach nicht anders, als sich zu fragen, was sein Schatz plant oder hinter seinem Rücken macht. Ist das eine Angst? Angst, betrogen zu werden. Gilt das als betrogen? Nee. Na dann. Doch! Eins! Und sie macht einfach weiter. Oh mein Gott. Ich bin das nicht. Oh. Von wem war jetzt das her? Ach so. Von den beiden. Upsi. Naja. Wem erzählen wir einen Witz? Ich weiß nicht. Das zählt als 2. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Fetu ist so sauer. Oh mein Gott, ist das toll. Er hat uns geschlagen. Also ich weiß, das machen alle Sims, aber... Du Schwein. Nee, jetzt müssen wir erstmal kurz... Eigentlich will ich ihn jetzt... Warte mal, wir müssen jetzt erstmal uns noch ein bisschen mit ihm streiten. Und dann werden wir erst recht, also... Oh, er muss sich erstmal setzen. Stell mal vor, er stirbt, weil er so sauer ist. Oh mein Gott, können die... Die können an Wut sterben, oder? Petu, du bleibst schön hier, ne? Wo bist du? Ach so, er sitzt da. Ach so, er unterhält sich. Oh, Familiendynamik zwischen Petu und Raven Mystery. Oh mein Gott. Let's go. Okay, nee, nee, nicht ihr sollt reden. Guck mal, die haben sogar... Warte, hier. Die haben sogar ein bisschen Freundschaft. Okay. Fetu, beruhig dich jetzt mal. Es ist alles gut. Ich will ja nur ganz kurz... Er hat da Krümel auf den Händen. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Fand er das unangenehm? Matteo! Matteo, alles wird gut. Okay, Matteo, vielleicht müssen wir mit ihm noch ein bisschen über Farbtheorien sprechen. Ich glaube, er braucht noch ein bisschen mehr, er braucht ein bisschen mehr Grundlage. Er ist kein Mensch für Oberflächlichkeit. Friede! Friede wieder richtig, zum richtigen Zeitpunkt für das Drama einfach. Wie geht's? Er liebt die Natur. Ja, hör mal, guck mal, ich habe eine Menge Berge zu erforschen. Okay, ich höre jetzt auf. Oh, schön. War das hier ein gesponserter Stream? Nein, ne? War es nicht. Entschuldigung. Also Friede, ich hoffe, dir geht es ganz fantastisch gut. Und Dankeschön für 20 Monate. Wir sind gerade dabei, unseren Ehemann zu betrügen. Und vielleicht, naja, passieren Dinge nebenbei mit ihm. Was können wir noch Nettes machen? Wollen wir ihn mal... Ach, wir können ihn nicht umarmen. So wenig kennen wir ihn? Na gut, also kann ich schon verstehen, dass er dann sagt, ja, ich will noch nicht so mit dir flirten. Wir reden mit ihm über Obstkuchen. Hab was zu essen, wie schön. Was gibt's bei dir? Und mir geht es sehr, sehr gut. Matteo, bleib hier. Matteo, 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 Matteo. Bitte mach mir ein toten Ehemann. Spaß. Let's go, komm schon. Oh, guck, er will hier bleiben. Schön. Hä? Guck mal, er ist jetzt voll kokett. Können wir auch kokett sein? Ach ja, warte mal. Irgendwer hatte ihm geschrieben, wir sollen ihm nochmal eine Rose schenken. Das fand er doch beim letzten Mal so toll. Let's go, damit kriegen wir ihn jetzt wieder. Ihr habt recht. Mit der Rose kriegt man ihn einfach immer wieder. Kartoffelgratin, hast du Friede? Geil. Mit der Rose kriegt man ihn einfach immer wieder. Oh mein Gott, das ist so geil. Eieieiei. 4 von 10. Wir hören nicht auf. Weil, ich meine, er hat uns geschlagen. Jetzt erst recht. Wir umarmen ihn mal. Kleiner Knuddel. Tut doch niemandem weh, oder? Hä? Das haben die irgendwie... Oh, die streiten sich jetzt voll.
Das wollten die jetzt irgendwie doch nicht, aber die flirten jetzt gerade. Okay, finden sie gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird immer schlimmer. Oh. Er ist halt Italiener, der kleine Romantiker hier, wirklich. Eieiei, er steht voll auf Roten. Ist ein bisschen süß auch. Cute Devil, Hallöchen. Okay, Matteo. Nicht weggehen. Er ist so sauer! Oh mein Gott! Und er ruft die Polizei. Oh. Warum fühlt sie sich unwohl? Achso, wegen meiner Brust. Also wegen ihrer Brust. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir küssen ihn jetzt. Guck genau hin, Fetu. Guck genau hin. Nee, Matteo, wir brauchen nicht noch. Oh, ich mache hier irgendwie eine Aufnahme. Stopp, V, ne? Ja, super. Gut, dass wir das gefilmt haben. Der Feta wird schon flüssig. Ich sage es euch. Immer Zeit für andere. Toben vor Eifersucht, koketter Ehepartner. Matteo! Oh mein Gott, da ist eine Frau. Das habe ich völlig vergessen, dass er eine Frau hat. Nee, du sagst nicht, da hätte ich was mit Fedo. Mit ihm geflirtet. Aua. Ja, komm. Was soll's. Mal gucken, ob er es jetzt wieder ablehnt. Er hat uns nochmal geschlagen. Du Schwein! Da ist auch Mila direkt vor the party. Oh mein Gott. Oh nein, er will gehen. Bleib hier. Sorry, Leute. Es ist noch nicht Zeit zu gehen. La 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 la. La 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 la. Guck mal, seine Frau da im Hintergrund singt da so fröhlich ein Lied. Das ist einfach nur toll. Oh mein Gott. Können wir, Matteo, können wir unsere Kuschelei vielleicht noch drin verlegen? Matteo, was hältst du davon? Matteo? Hör auf zu reden. Matteo, komm mit. Matteo, wir gehen zusammen hier hin. Matteo! Oh nee, jetzt ist seine Frau gegangen. Das ist natürlich doof. Naja, ist aber nicht so schlimm. Sie will gerade mit Fetu flirten. Das machst du definitiv nicht. I believe I spider. Wir küssen ihn nochmal. Ja! 10! Und der singt hier die richtige Musik, Hintergrundmusik. Flirtet diese Frau. Und dann passieren so viele Dinge gleichzeitig. Es passiert so viel gleichzeitig. Bitte entspannen Sie sich. Bitte entspannen Sie sich. Mit Raven über Beziehungsängste reden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Oh mein Gott, und sie geht einfach direkt zu Matteo und küsst ihn. Oh mein Gott.
Was will jetzt diese Frau? Die heißt einfach Amaya. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Also es ist ja auf gar keinen Fall so, dass ich hier gerade versuche, irgendwas zu provozieren, ne? Matteo, willst du mein Freund sein? Lass die Amaya jetzt mal Amaya sein. Ja! Ach schön, ich freue mich, Matteo. Petu, wie geht's? Er macht erstmal einen Stresskacki. Er brettert erstmal richtig ein in das gesehen. Da unten kam Feuer raus. Ja, stimmt. Jetzt können wir uns ja eigentlich von ihm scheiden lassen, ne? Weißt du, Fetu, es reicht mir mit dir. Du elendiges Schwein. Du wünschst dich aber immer noch ein Baby mit ihm zu machen. Ach, ja, wir kommen leider nicht rein, Fetu. Mist. Fetu, komm mal raus. Er ist die ganze Zeit einfach nur eifersüchtig. Und jetzt geht er die Mülltonne treten. Warte kurz. Boah, wir machen jetzt Heartbreak-Musik an. Vorbei und sie fand. Sie ist einfach kokett. Diese Frau ist einfach sehr besonders. Ah, okay. Gut. Ja, haben wir die Sache doch abgehakt. Das ist doch schon mal gut. Status Ex mit anderen Sims erreichen. Stimmt. Ja, super. Wenn wir die jetzt dann auch noch auseinanderbringen. Warte mal. Matteo? Was hältst du denn eigentlich davon, wenn du dich von deiner Frau... nee, ihr seid ja nur verlobt. Trends. Wie findest du die Idee? Du hast ja so recht. Ich habe was Besseres als Lucia verdient. Ich werde heute Abend mit dir Schluss machen. Was für ein erfolgreicher Tag. Also, fantastisch finde ich das einfach. Also, kein Schmelzkäse? Naja, noch wohnt er ja bei uns. Ne? Also... Noch ist das nicht vorbei. Ich weiß nicht. Mr. Luca, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ist das denn so tendenziell in eurem Interesse, dass er jetzt irgendwie wütend Auto fährt und dann... Ich hab's gerade noch gesagt. Und alle sind da am Trauern, außer sie. Sie ist einfach kokett. Also sie weint. Das ist alles nur Show, weil sie ist einfach kokett. Oh mein Gott. No way. Tiana lächelt! Alter, dieses Spiel macht mich so fertig. Oh mein Gott, und da kommt die Frau noch von Matteo. Sieht auch ganz schön wütend aus. Ich verstehe gar nicht, wieso. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tetu, ich brauche noch ein Abschiedsbild von dir. Er war auch ein bisschen süß manchmal, ne? Aber eigentlich nicht. Also nur, er war so ein Wolf im Schafspelz. Oh mein Gott. Das war ja fantastisch. Am Anfang war er süß, genau. Und dann hat er Morty getötet. Oh mein Gott, die weint einfach mit. Naja.
Ja. Das war's. Naja, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz hier ein bisschen provozieren, damit er auch wirklich mit seiner Frau Schluss macht. Gut. Sie hat's gesehen. Das ist schon mal gut. Nehmen wir die Urne mit, oder wie ist die Lage? Ja, komm. Was soll's. Okay, macht ihr jetzt Schluss? Ach ja, guck. Paare in Zweien war doch eben noch auf zwei, oder? Seid ihr noch zusammen? Nö. Immer gut, dann können wir uns ja auch von dir trennen. Sie wünscht sich immer noch ein Baby mit Fetu zu machen. Schön. Das ist ja alles toll hier. Das läuft ja wie am Schnürchen. Guck mal, und? Wartet. Achtung. 4 von 5. Also, was will man mehr? Das ist ja ein Träumchen, Leute. Das ist ja fantastisch. Wow. Lena, hallöchen. Wie geht's dir? Es ist gerade einfach, ja, interessant hier. Also, ich habe ja eben noch gesagt, ich will das mal ein bisschen vorantreiben, aber jetzt ist ganz schön viel passiert in den letzten 30 Minuten. Heidewitzka, Herr Kapitän. Eieiei. Also, puh, spiel sowas nie, aber irgendwie wäre es mal was anderes. Ja, eben, ich ja auch nicht, ne? Also. Ach, das ist noch der. Was macht er denn? Er duscht in der. Im Regen. Ach komm, wir gehen uns mal vorstellen, oder? Oh, nein, nein, nein. Geh mal hin. Na? Was geht? Och Mann. Aber guck mal, jetzt hat sie auch nicht mehr den Wunsch mit Fetu ein Kind zu machen. Finde ich gut. Finde ich gut. Leute. Warte mal. Okay. Okay, ich werde schon angeschrien zu speichern. Ich speichere mal, ne? Damit hier alle wieder klarkommen. Er ist auch verheiratet, ja, aber das ist auch ein bisschen traurig dann, ne? Aber es ist ja 19 Uhr gleich, ne? Toll, Mensch. 19 Uhr, schöne Zeit. Das Simfinity-Video geht online. Noch ist nicht 19 Uhr. Jetzt ist 19 Uhr. Woo! Also, ihr Lieben, die Überraschung ist, dass wir uns jetzt das Pack reinladen können. Embargo ist ab 19 Uhr vorbei, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt. Und das Video geht jetzt, also ist jetzt online. Und ich habe mir gedacht, das ist ja richtig doof, weil ihr natürlich jetzt auch alle sehen wollt, ne, das Video und so, dann guckt ihr keiner am Stream mehr zu. Wir können uns das auch jetzt hier ins Spiel reinladen. Also ich habe den Code schon, ich habe es auch schon in der Bibliothek. Und muss es nur noch runterladen. Und ja. Es war diesmal ein bisschen schwierig, wir durften irgendwie nicht darüber reden, war, dass wir vorher Zugang hatten und ich durfte nicht darüber reden, dass dieses Video kommt. Ich weiß nicht genau, warum diese Entscheidung so getroffen wurde, aber das will ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Aber deswegen war das die ganze Zeit so, es ist ein Riesengeheimnis, obwohl eigentlich jeder weiß, dass die Creator immer vorab Zugang bekommen. Bin ich ja auch sehr dankbar für, aber dieses ganze Geheimnis, die Geheimnistuerei fand ich ein bisschen blöd, muss ich sagen. Deswegen, ich habe das Pack natürlich schon gespielt, vorletzte Woche sogar schon. Vor meinem oder an meinem Geburtstag. Also auf jeden Fall habe ich es halt schon gespielt. Deswegen habe ich halt auch nicht so eine. Also. Ich kann erstmal ganz kurz meine Meinung dazu sagen. Wir laden uns das gleich. Obwohl, wir machen es so. Ich speichere jetzt kurz. Wir gehen jetzt kurz ins Just Chatting. Und während ich das Spiel dann runterlade, kann ich euch noch kurz da was zu sagen. Hab schon gelesen, dass aufgrund vieler Bugs die Creator nichts sagen durften. Nee, das stimmt nicht. Das war einfach von vornherein so.
dass wir einfach, also wir dürfen ja generell während der Embargo-Zeit nicht drüber reden über das Spiel, was da enthalten ist. Das ist ganz normal. Aber diesmal war es eben auch Teil des Embargos, dass wir nicht darüber sprechen dürfen, dass wir überhaupt den Vorabzugang haben. Das war halt bisher nicht so. Hatte aber jetzt keine Begründung. Also wir haben da jetzt keine Begründung für bekommen. Da wurde ja stark spekuliert. 1,7 GB, alright. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, mein Stream leidet da nicht drunter. Ist ja auch egal, warum das jetzt so gemacht wurde. Jens Hallöchen, herzlich willkommen. Auf jeden Fall, ja, ist das ein cooles Pack. Also es macht Spaß. Aber es hat sehr, sehr viele Schwächen und die werdet ihr auch schnell sehen. Ja. Wenn ihr meine erste Reaktion sehen wollt, könnt ihr euch dann später gerne das Video angucken. Also ihr könnt euch das natürlich jetzt auch angucken. Da ist meine allererste Reaktion auf das Pack. Ja, es fehlt einfach eine ganze Menge. Was super schade ist, weil ich mich jetzt generell schon auf die Pferde gefreut habe und es auch weiterhin tue. Also ich freue mich jetzt auch riesig, das ins Spiel zu laden und dann mit meinen Sims damit spielen zu können. Genau, und das ist der Punkt, Tiana. Es ist absolut kein großes Erweiterungspack. Ich habe in meinem Video versucht, es zu mögen. Das merkt man auch ganz, ganz krass. Ich habe versucht, es nicht allzu schlecht zu reden, weil ich möchte auch keinen Rufmord oder sowas betreiben. Aber es ist wirklich teilweise eine Frechheit, was da gemacht wurde. Ihr werdet das gleich sehen. Es sind Kleinigkeiten, die mich aber so aufregen, weil man halt im Hintergrund, also im Hinterkopf hat, dass es 39,99 Euro kostet. Es gibt keine alleinstehende Reithose. Es gibt nur für Frauen, nee, nur für Männer, glaube ich, nicht für Frauen, man muss dann das Geschlecht wegmachen, Reitstiefel. Es ist alles über diesen Cowboy-Stil gemacht, was ich ja okay finde, das habe ich auch im Video gesagt. Aber ich finde, es hätte nicht wehgetan, wenn man das so minimal mit eingebunden hätte, dass es auch einfach eine normale Kleidung gibt. Ich habe im Video auch schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass es wahrscheinlich irgendwann noch ein Set geben wird mit meine erste Reitkleidung oder was auch immer. Das, was da ist, ist schön so. Es sieht alles nett aus. Es macht, also ne, die Pferde sind auch, außer die Augen, die sind wirklich sehr gruselig. Aber ansonsten ist es, also die Welt, super schön. Die Welt ist wirklich das, was mir am allerbesten am ganzen Pack gefällt. Es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Welt. Das, was mich am meisten aufregt, sind die Steigbügel. Ich werde euch das gleich zeigen. Die sind nicht mit dem Sattel verbunden. Und das ist auch, also ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Weil es sieht nicht so aus. Weil das ist bei den Kindern so, es ist bei den Erwachsenen so. Ich dachte halt erst, es wäre halt ein Bug von den Kindern, aber nein. Die Kinder können fast nichts mit den Pferden machen, die können das nur reiten. Die können das Pferd weder sauber machen, die können das nicht springreiten oder irgendwas, die können das nur reiten. Ja. Es ist extrem enttäuschend, muss ich, also je länger ich drüber nachgedacht habe, desto enttäuschter war ich einfach irgendwie, weil ich das immer mehr reflektieren konnte. Dann hatte ich wieder einen Moment, wo ich so dachte, okay, das Pack ist fertig. Dann hatte ich wieder so einen Moment, wo ich dachte, ja, aber eigentlich ist es ja doch ganz schön, das zu haben. Aber wenn man einfach im Hinterkopf behält, dass es 39,99 Euro kostet, ist es wirklich einfach eine bodenlose Frechheit. Und es regt mich jetzt schon, also ich habe gestern dann das Video Kontroll nochmal so geguckt, also normalerweise mache ich das ja nicht, aber ich wollte jetzt einfach nochmal gucken, was da so für ein Vibe ist. Und ich bin viel zu positiv in diesem Video. Eigentlich hätte EA diesen Bash, den ich jetzt gerade von mir gebe, auch im Video verdient. Aber ich wollte, dass das Video einfach erstmal dafür da ist, um sich selber eine Meinung zu bilden und dass ich nicht so krass meine Meinung abgebe.
Weil ich weiß, dass wenn ich sage, ich finde etwas scheiße, sagen vor allem meine jungen Zuschauer einfach auch, ich finde das scheiße, weil Nina das scheiße findet. Und das wollte ich einfach ein bisschen vermeiden, auch wenn es vielleicht zu Recht ist. Will es aber irgendwie trotzdem gerne haben. Und das verstehe ich auch total. Das ist ja das, was ich eben meinte. Mich hat ja eben jemand gefragt, ob ich es mir selber gekauft hätte. Ja, hätte ich, weil ich gerne Pferde in meinem Spiel haben möchte, wenn ich die Möglichkeit habe. Und die Zwergziegen und die Zwergschafe, das ist auch alles super süß. Aber es ist einfach kein Erweiterungspack. So ist es einfach. Ja. Und ihr wisst nicht, wie schwer es mir gefallen ist, vor allem bei diesem Pack, nicht darüber zu reden. Also, weil normalerweise ist das vor Freude, weil ich mich einfach so sehr auf die Packs freue, dass es mir dann schwerfällt, nicht drüber zu reden. Aber das, was jetzt hier so, ist ja auch egal. Also ich glaube, ihr versteht, woher meine Enttäuschung kommt. Es ist trotzdem ein schönes Pack und es sind coole neue Sachen, die man machen kann, aber nicht für 39,99. Tapsi, hallo. Wir dürfen jetzt spielen. Und ich will nochmal sagen, ich bin natürlich trotzdem super dankbar, dass ich die Möglichkeiten bekomme, die ich bekomme. Und es werden sich trotzdem genug Leute dieses Pack kaufen. Aber ich finde es halt einfach auch wichtig zu sagen, dass das nicht okay ist. Es gibt keinen neuen Job, nein. Es gibt eine Art neue so Gelegenheitsjobs. Das zeige ich euch gleich auch nochmal. Toran, danke noch für die 6 Monate. Und Zoe, danke für die 100 Bitsies. Vielen Dank. Ja, es ist nichts, also es gab nichts im Spiel, was mich überrascht hat, weil man alles schon vorher gesehen hat, außer das mit diesen Gelegenheitsjobs. Das fand ich ganz süß, aber ja, hier sind wir jetzt in der Übersicht, aber wir gehen jetzt einfach direkt wieder rein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist wirklich sehr, sehr enttäuschend. Also ich wollte es wirklich mögen und ich wollte es für euch mögen, aber eine Enttäuschung hat die nächste gejagt. Ist einfach so. Alleine auch das Nektar-Ding, das ist eine Level 5-Fähigkeit. Also ihr müsst euch immer überlegen, das wird als Key Fact angegeben. Das heißt, eine Sache, die das Pack ausmacht. Und es gibt ja quasi nur 3 neue oder 4 neue Sachen, sagen wir es mal so, dass man eben die Pferde haben kann. Natürlich, das braucht super viel Ressourcen, verstehe ich auch total, aber lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Dass man die Pferde haben kann, Zwergziegen und Zwergschafe, dieser neue Tanz und der Nektar. Der Nektar, das heißt, es ist etwas, was halt als positiv für das Pack angesehen wird. Mal kurz was sehen. Auf jeden Fall ist es nur eine Level 5 Fähigkeit. Man kann, glaube ich, ungefähr 10 verschiedene Nektare machen. Und es sieht ganz schrecklich aus. Ich habe nur das mit einem Apfel ausprobiert. Man sagt dann, okay, ich will jetzt Apfelnektar machen. Und dann ist da einfach ein Brei. Und dann steigt er da rein und stampft darauf rum. Also es ist nicht so, dass da vorher schon irgendwelche Texturen sind oder so, sondern es ist einfach ein Brei. Man sieht es alles in meinem Video, falls ihr das dann nochmal genauer sehen wollt, weil ich will jetzt trotzdem nicht nur in diesem Stream dieses Pack bashen, ich will ja mein Szenario weiterspielen. Gut. Jetzt haben wir uns in einem Radio geradet, ne? Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen, ob mein Video so in Ordnung ist. Oder ob ich da jetzt noch... Ach so, ich glaube, ich sollte jetzt hier noch einblenden, dass ich den Code von EA habe. Habe ich die Datei hier drauf? Warte mal.
Warte kurz. Bin sofort wieder bei euch. White, das ist das, was ich gesucht habe. Warum wird das nicht angezeigt? Hä? Datei ist beschädigt. Hä? Warte mal ganz kurz. Ups. Bin sofort wieder bei euch. Ich muss nur ganz kurz die Datei finden. Ah, da ist das Watermark. I got it. Ja, ja. Watermarks German. White. So, hoffe jetzt klappt's. Hä, wo ist das denn? Also, ich weiß nicht, was jetzt hier gerade... Eins fehlgeschlagen. Datei unlesbar. Ja, geht irgendwie nicht. Aha. Jetzt hat's geklappt. Aha. So, damit ihr das auch alle seht. Also, weil ich habe den Early Access Code ja von EA bekommen, deswegen schreibe ich das mal lieber dahin, damit mir das jetzt hinterher keiner ankreidet. So, jetzt habe ich's. Alright. Alex, hallo! Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts Wichtiges geschrieben, weil ich habe nichts jetzt im Chat gesehen. Ich glaube schon, dass die Stimmung davon kriegen, Vanessa. Man kann auf jeden Fall viele verschiedene Säfte machen, also wo so verschiedene Sachen stehen. Nee, ich darf trotzdem, ich darf alles sagen, Anni, weil das ist keine Kooperation. Die haben mir auch eine Kooperation angeboten, aber ich habe abgelehnt, weil ich das einfach nicht guten Gewissens bewerben konnte. Deswegen habe ich gesagt, dass ich diesmal nicht die Kooperation mache, auch wenn ich es ja, also ich zeige das Pack ja trotzdem, aber ich war einfach zu sauer. Okay, ja, dann gehen wir mal zurück zu unseren Kindern und machen mal weiter da, wo wir aufgehört haben, ne? There it is! Look at it! Also, das ist die neue Stadt. Die ist wirklich, wirklich schön. Also, das ist wirklich das Beste an dem Pack. Auch das hier oben gefällt mir richtig gut, der Bereich. Ja, Celine, genau. Also, das habe ich so gedacht, ne? Also, ich meine, wenn wir jetzt, wir sind jetzt Witwe und, unsere Kinder
brauchen ein neues Leben. Naja. Ne? Ist die Map wenigstens weitläufig? Wenn wir Pferde haben, macht das ja Sinn. Schon, ja. Also ich habe es jetzt ja nicht super lange erforscht alles, aber es ist schon, man kann da schon viel umherziehen. Also das schon. Wie beim Hochzeitspack, daran ist nur, auch nur Tatosa geil, der Rest nicht. Ja, stimmt leider. Pferde sind gut für die Entwicklung, genau. So ist es nämlich. Achso, ich wollte eigentlich ja nach dem Video gucken. Da. Ob der Titel so in Ordnung ist, aber ich glaube, ich bin noch... Ich finde es halt so krass, man merkt halt wirklich im Video so krass, wie ich versuche, es zu mögen. Ich versuche das wirklich ganz schön doll. Wie Lukas schon einmal meinte, eigentlich kaufen wir nur die Map. Ja, leider ist das so. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal kurz zu unseren Kids nach Hause und sagen so, hey, was haltet ihr davon, wenn wir umziehen? Vielleicht warten wir aber noch bis morgen, obwohl, nö, warten wir nicht. Weil dann können wir nämlich Lumi so richtig als Western Girl machen. Achtung, sonst kommt gleich die gleiche, die wehen den von deinem Set-Video und meckert dich an. Ja, wirklich. Dass ich denen das verkaufe. Ah, Mann. Alles schön, den Rage jetzt einfach mal rauslassen zu können. Ein Objekt stehlen wünscht sie sich jetzt, schlafen und eine neue Beziehung beginnen. Also sie ist auf jeden Fall ready. Ich meine, guck mal, das sagt ja auch alles aus, ne? Also, sie hat das, diese Stimmung irgendwo hier hinten. Aber gar keinen Bock da drauf. Hannah Montana Vibes incoming, ja. So ist es. Pia, Hallöchen, schön, dass du da bist. Jetzt können wir Lumis Nachname endlich ändern. True! Lumilein, du bist endlich nicht mehr Pipi-Kaka. Hast du schon ein Grundstück und ein Haus vorbereitet? Nee, nee, wir haben es ja gerade erst runtergeladen. Also, ihr müsst wissen, wir haben vorher auch eine andere Version. Ne? Also, das ist nicht in unserem Spiel drin. Das nennt man CFI-Zugang. Und das ist nicht in unserem Spiel. Also wir spielen da nicht in unserem normalen Sims. Deswegen fliegt da dann auch immer der Name so rum. Blackwell. Ja, Fetu ist tot. Der ist eben vor Wut gestorben. Das war sehr tragisch. Aber wir haben nichts damit zu tun. Er ist wütend Auto gefahren und dann... Ja. Pferde sind nicht an die Welt gebunden. Nee. Ach so, warte mal, wir können ja jetzt ganz kurz. Gehen wir nochmal kurz im Baum mit. Was Anna sagt. Raven muss auch wieder Blackwell heißen. Oh ja. Thanks for the Hinweis. Fetu hat nie existiert. Ich habe das leider wieder irgendwie deaktiviert, dass wir Full Cast haben. Es gibt zwei neue Bestreben. Es gibt einmal hier das Reitprofi und Expertin der Nektarherstellung. Und es gibt auch noch, ich glaube, zwei neue Merkmale. Einmal heißt es Rancher und einmal Pferdeliebhaber. Natürlich. Mason heißt noch Blackwell. Ja, Mason heißt Blackwell. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier drauf drücke... es gibt keine richtige Reithose. Und ich finde, also natürlich, dieses Pack ist Western inspiriert, aber trotzdem finde ich, hätte es doch wenigstens eine normale Reithose geben sollen, oder? Also ich finde, das nicht zu viel verlangt. Weil die hätten ja auch einfach hier so eine Leggings recyceln können. Also einfach so eine super enge Hose hätten die recyceln können. Einfach mit einer anderen Textur
Und dann hätten die eine Reithose. Also ist ja nicht so, dass es für die irgendwie... Also ich meine, CC Creator haben das wahrscheinlich morgen veröffentlicht schon. So, das verstehe ich einfach nicht. Dann bei den Schuhen. Genau, nee, für die Frauen gibt es Reitstiefel, aber nicht für die Männer. Ich glaube, so rum war es. Es ist einfach... Ja, keine Ahnung. Also für die Männer... Ups, ich will jetzt noch nicht die ganzen Outfits kaputt machen. Gibt es so ein Ganzkörper-Outfit? Und ich meine, das wäre das gewesen, was es da nicht für die Frauen gab. Genau. Für die Männer gibt es dieses Outfit. Warum gibt es das nicht für die Frauen offiziell so, dass es dann halt auch ein bisschen besser sitzen würde? Weil das geht ja in die Richtung, was ich meinte. Also... Das ist halt einfach das, was... Genau, für Konsolenspieler ist das halt jetzt einfach scheiße. Weil die nicht einfach CC shoppen können. Ja, hä? Exakt genau das. Also, ich verstehe es nicht. Kannst du einfach nicht verstehen. Lea, danke schön für die 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Ja, man bekommt beides angezeigt, auf jeden Fall. Aber bei den Haaren und so machen sie es ja auch trotzdem, dass beides angezeigt wird. Also wenn ich jetzt auf die Haare gehe und das Pack auswähle, kommen die, also diese Frisur und diese Frisur und die gibt es genauso auch für Männer. Und die wird bei den Männern ja auch angezeigt, ohne dass ich das Geschlecht wegdrücke. Also das ist einfach tragisch. Wenn es ein Erweiterungspack ist. Wenn es ein Gamepack gewesen wäre, hätte ich mich nicht beschwert. Absolut nicht. Dann wäre es richtig krass gewesen. Aber... Ja, es ist einfach nicht auf die Figur angepasst. Also es sieht einfach nicht gut aus. Es hätte richtig geil werden können, ja. Und ich... braucht wirklich nicht viel. Es braucht nicht viel, um mich zu begeistern. Aber es sind einfach so viele Kleinigkeiten, die einfach nicht in Ordnung sind. Und es gibt eben nicht viel neues Gameplay im neuen Pack. Das ist das Problem. Wenn es jetzt überwältigendes Gameplay gegeben hätte, dann hätte ich gesagt, alright, ne, völlig legitim, dass es vielleicht nicht so viel neue Creative Sim Inhalte gibt oder so. Aber ja. Okay, warte mal, jetzt muss ich das out, obwohl ich kann ja einfach hier drauf drücken. Ah nee, dann, ich habe ja den Namen geändert. So. Ja genau, das denke ich halt auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bald irgendwann ein Set rausbringen, was da mit Reiten zu tun hat. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja, und das ist halt das, was worunter es leidet, wenn das Base Game kostenlos wird, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ne, ich möchte euch das jetzt auch nicht so schlecht reden, deswegen habe ich im Video auch versucht, meine Meinung so ein bisschen zurückzuhalten. Aber es hat sich einfach so viel angestaut und deswegen war ich heute auch so sauer, weil einfach irgendwie alles drunter und drüber läuft. Dann war heute das mit den Assets, dass wir die Assets nicht zur Verfügung haben. Und natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Aber ich meine, wir Content Creator sorgen dafür, dass dieses Pack vermarktet wird und dann werden uns nicht mal die Sachen so richtig zur Verfügung gestellt und wir dürfen nicht drüber reden und sowas. Es ist einfach, also dass wir über die Inhalte nicht reden dürfen, das kann ich total verstehen. Also ne, das... Da sage ich auch überhaupt nicht zu, aber das wäre, also Sandri meinte heute auch so, das sorgt ja für den Hype. Wenn wir sagen, ja, wir haben das Spiel schon gespielt, natürlich in dem Fall jetzt vielleicht dann eher weniger, aber normalerweise ist es so, dass wir dann sagen, hey, ne, seid gespannt, es wird richtig krass und so. Ja, naja. Gut, ja, ziehen wir direkt um, was machen wir, gehen wir heim.
Wette, das Embargo war so streng, weil sie wussten, dass sie Scheiße gebaut haben. Ja, weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass die Sim-Gurus da sehr stolz drauf sind. Und das ist ja auch kein Front an die Entwickler, ne? Also ich meine, die haben ja auch nur eine gewisse Anzahl an Budget und so weiter. Ja. Fände es schön, wenn die Kinder im neuen Haus Geburtstag haben. Das habe ich mir halt auch gedacht, dass wir das jetzt nicht noch an das alte Haus hängen. Okay. Aber wir müssen natürlich noch ein paar Sachen mitnehmen. Also ich würde sagen, unser Gockel muss natürlich mit. Das Bild muss mit, das muss mit, das muss mit. Das kann alles hier bleiben. Ich meine, das Kinderzimmer können wir eigentlich auch so übernehmen, oder? Becker, hallo! Sollen wir das Kinderzimmer mitnehmen? Ich bin wirklich mal sehr gespannt, was Lil Simsy und Co. Sagen, ne? Also bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Stimmt die Ultraschallbilder? Kinderzimmer mitnehmen, ne? Weil das ist ja wirklich schön und das werden wir dann wahrscheinlich genauso wieder übernehmen. Deswegen nehmen wir das lieber alles mit direkt. Genau, das Babybett brauchen wir nicht mehr, stimmt. Den Wickeltisch können wir aber mitnehmen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Und dann können wir die Sachen ja immer noch verkaufen, wenn wir sie dann doch nicht brauchen. So, das Töpfchen. Die Spielzeuge nehmen wir auch mit. Okay, den Rest würde ich sagen. Die Kerzen-Dingstation können wir mitnehmen und das nehmen wir auch noch mit. Und den Pool nehmen wir einfach auch mit. Den Rest können wir eigentlich da lassen, oder? Ach stimmt, warte mal. Nee, das haben wir umgebaut. Ich dachte, wir hätten noch was im Schlafzimmer gehabt. Der Rest ist alles Altlast, das habt ihr schön gesagt. Den Spielbogen brauchen wir ja nicht mehr, weil Lumi hat ja jetzt Geburtstag. Geburtsurkunde im Kinderzimmer. Ach, da hängt noch eine. Gut, dass ihr es gesagt habt. Mit Backspace, also löschen, also damit, wo du Buchstaben auch löscht, kannst du die Sachen ins Inventar direkt machen. Die Staffelei, ja, nehmen wir die auch mit. Können wir das Bild jetzt... Das hat Twetu ja nie zu Ende gemalt. Sollen wir es verkaufen oder mitnehmen? Ach, das ist jetzt eh kaputt. Dann können wir es auch verkaufen, oder? Unser Stuhl. Gut. Aber ansonsten, jetzt haben wir alles, oder? Lampe können wir neu kaufen. Sonst haben wir alles dann, ne? Weg mit dem Müll. Easy money. Okay, wir lassen das wunderbare Haus in San Sequoia, was eh nie unser Ding war, hinter uns. Und werden umziehen nach Chestnut Ridge. Wir können auch mal den Titel ändern. Obwohl, ist eigentlich auch egal. Weil die Leute, die da sein wollen, sind da. Das Babybett brauchen wir nicht mehr. Nee, Mimi, alles gut. Es ist bei Reisen. Ranch, hier Tauschbörse anrufen. Neue App? Welche ist neu? Ja, das ist das, wo man die Tiere kauft. So heißt das. Ja, ich glaube, auf der Terrasse lagen noch die Bauklötze. Okay, warte mal, ich schreibe immer den Titel. Neues Pack anschauen. Sims-Woch-Szenario weiter spielen. I don't know.
Bei uns geht's jetzt wieder. Also jetzt ist das Wetter wieder gut. Mal gucken, was Lukas gleich erzählt, ob er geschwommen ist oder nicht. Aber guck mal, jetzt ist voll, ne? Wenn man jetzt Batu noch hat, dann... Batu zählt, glaube ich, nicht als Wohnwelt, ne? Also dann, wisst ihr, was ich meine? Dann ist man in einer neuen Reihe. Ja, wir ziehen jetzt um, weil wir wollen gerne in die neue Stadt. Okay, wo wollen wir hin? Also in meinem Testvideo habe ich hier unten gewohnt, auf dieser Farm. Wir könnten auch hier oben in die Berge ziehen. Also das ist eher wie so ein Canyon. Das ist auch sehr, sehr schön da oben. Hier unten ist halt eher in der Stadt. Unten rechts. Auf das große Grundstück. Genau, das Pack kommt morgen um 19 Uhr, ja. Okay, ihr seid fast alle für oben. Klingt logisch, meine Sims werden am Wochenende wohl auch dorthin hinziehen, bin so gehypt. Ja, also wie gesagt, die Welt ist wirklich schön. Raven ist eher der Stadttyp, oder? Ja, stimmt auch wieder. Wir können ja auch erstmal hier hinziehen, obwohl das ist halt sehr klein, ne? Ich meine, andererseits sind es halt noch Kleinkinder. Das ist genauso groß. Genau, wir können ja auch noch 100 mal umziehen. Das ist ja also, es ist uns ja eigentlich egal. Komm, wir ziehen erstmal hier hin. Weil ihr habt recht, sie ist ja eigentlich eher so ein Stadtgirl. Sie hat es ja jetzt mit dem Vorort versucht und wir gucken mal, oder? Und wir können ja jetzt erstmal, passt auf, die Story ist, wir ziehen nach Chestnut Bridge, um einfach ne, frische Luft zu atmen. Wir brauchen einfach ein bisschen Abwechslung. Und Raven, also ich meine, wenn man Raven anguckt, denkt man nicht direkt an Pferdemädchen. Also das ist ganz weit von ihrer Realität entfernt, sage ich mal. Und sie merkt so langsam, wie sie sich dafür vielleicht so ein bisschen begeistert, beziehungsweise vielleicht dann ja auch durch ihre Kinder, dass entweder Mason oder Lumi eben so eine Leidenschaft für Pferde entwickeln. Und dann können wir immer noch auf ein größeres Grundstück ziehen. Oder? Wie findet ihr das? In der Welt, wo wir vorher gewohnt haben, das war San Sequoia von Zusammenwachsen. Klingt nach einer schlüssigen Story, finde ich toll. Okay. Okay, scheint ihr gut zu finden. Raven ist sowas wie das Gegenteil, sowas von das Gegenteil vom Pferdemädchen, ja, true. Okay, wir verkaufen natürlich alles. Bin sehr gespannt, das habe ich alles noch nicht gesehen. Odin, danke noch für die 16 Monate. Thanks a lot. Hier sind wir also nun. Oh, guck mal, wir haben sogar einen kleinen Stall. Wir müssen ja auch nicht direkt Pferde holen. Wir können uns ja auch erstmal so ein Zwergschaf oder so eine Zwergziege holen. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Also, erstmal, das ist auf jeden Fall der erste Eindruck von Chestnut Ridge. Es regnet jetzt gerade und es ist dunkel. Das ist natürlich ein bisschen tragisch. Ich habe sie das erste Mal gesehen, wo die Sonne geschienen hat. Das war natürlich toll. Das Haus ist sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hat bestimmt einen Content Creator gebaut. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich schön. Ein Schäfchen für die Babys finde ich auch ein bisschen süß. Ey, Lämmerlöchen. Also das Haus ist wirklich schön, oder? Also das finde ich sehr, sehr niedlich. Natürlich haben wir das jetzt nicht selber eingerichtet, aber ich denke, das ist auch erstmal gut. Dass wir jetzt hier so eine Übergangsbleibe haben und dann hinterher ziehen wir vielleicht ein bisschen mehr zu den Farmhäusern außerhalb der Stadt, wo wir dann unsere eigene Ranch bauen können oder so. Oder?
Diese App mit den mehreren Sims nicht neu. Ich glaube, du meinst die Mod. Meinst du das hier? Ich glaube, das ist eine Mod. Und saftige Kartoffelhallöchen. Kinder schlafen im Stall, genau. Nee, wir können ja noch ein bisschen anbauen vielleicht. Da schlafen die Kinder. Wenn nach Hause, nach hinten raus. Sollen wir vielleicht hier noch einen Raum dran bauen? Oder meint ihr, das wird doof aussehen? Ja, genau, am Ende des Flurs hätte ich jetzt auch gedacht. Brina, hallo, wie geht's? Okay. Ich mach mal Licht. Könnt ihr sehen? This is the beautiful city of Chestnut Ridge. Also wirklich cool. Also da kann man wirklich nichts gegen sagen. Das ist das Gebäude, wo die Turniere stattfinden und so, wo man dann auch Pferde kaufen kann und sowas. Es ist eigentlich nun so, dass wir jetzt mehr als 8 Tiere und Sims im Haushalt haben können. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist weiterhin so. Also vom Basegame aus. Lass die Kinder unten schlafen, die kleinen Kinder brauchen ewig zum Treppenlaufen. Nee, also ich würde das hier hinten dran bauen. Hier, also ich kann euch auch nochmal ganz kurz den, ach, hier wird schon angezeigt, den Baumodus zeigen. Also die Bauobjekte sind wirklich alle sehr, sehr schön. Die gefallen mir wirklich gut, also vom Stil auch. Vor allem in Kombi mit Landhausleben, also es ist wirklich schön. Die Texturen sind richtig geil. Da kann man nichts sagen. Also da kann man sich wirklich nicht, nicht beschweren. Das habe ich im Video auch gesagt. Aber ja, es ist halt mir alles so ein bisschen trotzdem mau, was so mitkommt. Guck mal, es gibt auch so diese neue Gitarre und so. Da hätten die doch perfekt das machen können, dass man jetzt auch Bands gründen kann. Hätte ich so cool gefunden einfach. Dann hier, das ist diese Fassstation. Wo die das dann, den Fassstation, Nektarstation, wo die das dann reinmachen können. Ja. Bin ziemlich kaputt, aber ansonsten geht's mir gut. Das freut mich, mir geht's auch sehr gut. Ein neuer Pipi-Busch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh ja, ein neuer Pipi-Busch. Es gibt auch eine neue Herausforderung. Die heißt Präriegras. Guck mal, haben wir ja auch. Da wächst halt dann irgendwie so Präriegras. Das können wir aber dann als Heu nutzen für die Pferde. Eine Country-Band wäre so cool gewesen. Noch ein Schlagzeug und Bands, das hätte so gepasst. Genau. Und dann hätte ich mich auch schon viel weniger beschwert. Vielen Dank für die 20 Monate. Vielen, vielen Dank. Morgen ab 19 Uhr kann man das Spiel spielen. Das ist auch sehr schön. Gefällt mir auch sehr gut. Das? Achso, das Präriegras. Ja, sonst gibt es viel Deko. Es gibt so ein neues Puppenhaus für die Kids, das ist auch schön. Hier. Das ist sehr, sehr süß. Das gefällt mir auch voll gut. Ja, das war's. warte, wo ist die... Hier sind halt diese Sprünge und so für die Pferde. Und das hier ist der Stellplatz. Und damit könnt ihr dann halt einen Stall bauen. Man kann mehrere Pferde haben, ja. Yes, yes. Also, ne, das ist halt genau das, was ich meine. Also, die Sachen, die da sind, sind wirklich schön. Also, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber es ist trotzdem alles ein bisschen sad. Ja, und das mit dem Ausreiten ist leider auch ein bisschen trauriger, als man sich das vorstellt. Es gibt keine Einhörner, nein. Sanjo, danke schön für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Es gibt keine Einhörner. Es gibt ein Accessoire, was aussieht wie ein Einhorn, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine gibt.
Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, so finde ich scheiße, weil das hätte ich mir jetzt auch nicht gewünscht. Danke, Mimi. Was soll das denn jetzt? Becker, danke schön für drei verschenkte Subs. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Thanks a lot. Und Mac, wie Supergirl. Schön, dich zu lesen. Danke schön für 31 Monate. Thank you. Genau, ab 19 Uhr morgen, ja. Man nennt sie auch Secretfinity. So bin ich, yes. Aber auch, ne, hier so die Sachen, die sind wirklich cool. Also, und auch die Schaukelstühle und so. Also, es sind richtig, richtig coole Sachen. Also, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal ein Kinderzimmer bauen. Runa, danke schön für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Es ist halt ein bisschen eng alles, ne? Vielleicht bauen wir es so ein bisschen ums Eck. Aber das wird auch hässlich aussehen. Oder... Kinder schlafen im Keller. Es gibt verschiedene Pferderassen, ja. Madame Struggle, hallöchen. Schön, dass du da bist. Könntest du auch 2 Kinderzimmer bauen, den Flur verlängern? Vielleicht doch 2. Etage. Lena, alles in Ordnung? Haus ein bisschen versetzen. Aber dann wird das Schöne hier vorne alles weggemacht. Raven schläft oben, die Kinder unten. Dass wir das hier oben vergrößern. Ich meine, wir könnten den Raum, ups, hier noch rüberziehen. Und das Dach dann... Sieht doch cool aus, oder? Das war ein guter Plan von euch. So, jetzt nur mal gucken, wie das mit der Treppe ist. War das so platziert? Ich glaube schon. Ja, Leiter, aber ich finde Leiter immer so nervig. Ich habe ja eine Leiter im See the World Let's Play. Aber ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Ist halt leider auch mitten im Raum. Aber ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, oder? Es ist neu zu Hause, ja. Zumindest vorübergehend. Vor die Bartür. Oh ja. Das ist besser. Dann machen wir das so, oder? Dann machen wir die Farbe. So. Das ist doch cool. Lena, was möchtest du? Also entweder du schreibst jetzt, was du meinst, oder du kriegst ein Timeout. Warum hast du beim neuen Video nichts von dem Turnier oder Züchten gezeigt? Durfte dir das nicht, weil es so wackt ist? Nö, das war einfach nur. Ich kann ja nicht alles zeigen, ne? Also, ich versuche, dass meine Videos immer nicht länger als 35 Minuten gehen. Und da passt das dann nicht rein. Bunny, hallöchen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich bin mich so angesprochen. Lena hat gerade einen kleinen Error, ja, aber dann soll man ja, also dann muss man schreiben, was man möchte. Okay, dann machen wir ihr Schlafzimmer nach oben. Kannst du das Netz bitte wegmachen? Das heißt Gitter. Aber nein, jetzt erst recht nicht. Das ist jetzt eine reine Erziehungsmaßnahme. Da musst du jetzt durch. Da kommt jetzt die Erzieherin in mir durch.
Feta ist weg, ja. Feta war sehr sauer darüber, dass wir ihn betrogen haben. Naja, und dann war er ein bisschen zu sauer. Und er musste leider gehen. Das Grid, meint sie. Dankeschön für den Hype-Train, ihr Lieben. Vielen Dank. Ist das mittig? Ja, oder? Ich glaube schon. Okay. Dann können wir das noch löschen. Und dann machen wir die Tapete oben auch dran. Cool. Ich finde es eigentlich sehr cool, dass wir das gelöst haben. War eine gute Idee von euch. Feta hat es vor Wut zerrissen. Er ist plötzlich geschmolzen. Zu Schmierkäse geworden. Ich habe die endgültige Version vom Pack, ja. Das ist jetzt das, was ihr morgen auch bekommt. Make Me Supergirl leider nicht so gut. Also, ja. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist schon alles hochgradig belastend. Ah, die Dekorationssachen sind schön. Ja, das Dach nervt natürlich jetzt extrem beim Hochgehen, aber ist nicht so schlimm. Warte. Kann ich das? Ah, nee. Muss ich so machen. Hängen wir das so hier hin. Bettinchen, danke für die 11 Monate und Muffin, danke noch für die 17 Monate. Hast du das Pack jetzt selbst gekauft oder hast du es von EA bekommen? Nee, nee, das ist von EA. Deswegen steht da drüben, da, unterstützt von Creator Network. Weil ich den Code von denen bekommen habe. Sonst könnte ich das ja noch nicht spielen. Hab gehört, es gibt leider keine Einhörner. Nee, gibt's nicht. Und I am Groot, danke schön für die 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Thank you, guys. So. Okay, ich würde sagen, das Schlafzimmer, das Kinderzimmer gestalten wir dann beim nächsten Mal, weil ich streame ja nicht mehr so lange und ihr wollt bestimmt noch die Zwergziegen und Zwergschafe sehen. Ich weiß ja noch nicht, was wir uns holen. Obwohl, ich glaube, das soll ein Pferdestall sein. Oder abonniert doch nicht. Dann wäre hier ein Stellplatz. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in den Live-Modus. Obwohl, die sind jetzt wahrscheinlich müde, die Kids, ne? Aber die können ja einfach... Ach, nö, guck mal, die sind gar nicht so müde. Die gehen einfach jetzt hier aufs Sofa schlafen. Und die Maus kannst du hier reinlegen. Einhörner kann man ja aber stellen. Ja, aber das ist ja nicht das, was die Community gerne wollte. So. Oh, Mason hat eine lange Reise vor sich. Ja, im Baumodus kann man jetzt genauso auch durch, also diese Kamera hier benutzen. Da hinten fährt ein Zug. Da wird der Luki sicher freuen. Ist das auch ein Grundstück? Nee, das ist kein Grundstück. Ist das ein Grundstück? Nee, das ist auch kein Grundstück. Das ist ein Grundstück? Ja. Das ist die Bar. Das ist auch sehr, sehr schön, finde ich, mit den Lichterketten und so. Also, ich kann es nur nochmal wiederholen. Also, die Welt ist wirklich das, was mich auch dann letztendlich überzeugen würde. Und hier kann man halt diese ganzen Sachen machen, ne? Also, die man bei Sims 3 auch an diesem Pferde-Ding machen konnte. Pferd retten, ja, das finde ich auch schön. Das habe ich natürlich auch direkt gemacht. Finde es immer so schade, wenn da überall Gebäude stehen, aber die nur Deko sind. Ja, finde ich auch. Vor allem, ich denke mir mal so, die hätten das ja irgendwie zu Rabbit Holes machen können. Also ich meine, stellt euch vor, keine Ahnung, das jetzt hier zum Beispiel wäre ein, keine Ahnung, ein Nektar-Shop. Man könnte da halt Nektar kaufen oder so. Also, und ne, man muss ja da gar nicht bei sein. Also, dass wir da mit reingehen können. Mir würde das schon reichen, wenn das halt so ein Rabbit Hole wäre. Bin gespannt, wie die Fohlengeburt aussieht. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon gelesen, dass sie wohl einfach da sind. Also, da gibt es jetzt keine Animation oder so. Aber bin mir jetzt auch nicht sicher.
Reitschule über meine Kinder. Achso, genau, das, warte mal, kann ich euch noch kurz zeigen, weil das ist wirklich cool. Das ist was, was ich an dem Pack sehr, sehr geil finde. Ich muss es dafür nur finden. In der anderen Nachbarschaft weiß ich jetzt, wo das ist. Wenn ihr dieses Nachbarschaftsschild seht, schreit. Also das, was es bei... Ah, hier. Gut, wir müssen kurz noch schlafen. Weil noch können wir da nichts machen. Aber hier könnt ihr eben eine Ranch-Hilfe einstellen. Für eure Ranch. Ihr könnt dieses Ereignis planen. Es gibt zwei neue Partys, glaube ich. Und auch hier drüber könnt ihr sowas kaufen. Das könnt ihr aber einfach auch übers Telefon machen. Also die Tiere. Aber ihr könnt diese Aufträge machen. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Weil das ist wirklich, wirklich cool. Achso, Mimi, du meintest, dass das eine Reitschule... Ja, ja, stimmt. Das wäre auch cool gewesen. Und merci, Hallöchen. Vielen, vielen Dank für deine 33 Monate. Thank you. So, wir warten kurz. Mason ist schon sehr sauer, aber einfach nur so, ne? Hier spielt die Musik... Achso, hier spielt die Musik süß. Und da redet jetzt mit Lumi. Süß. Lumi hat ein bisschen Hunger. Wir geben ihr dann mal ganz kurz die Brust. Sie hat ja heute Geburtstag, die Maus. Aber wir geben ihr mal ganz kurz einmal the breast. Bin gespannt, was der Auftrag jetzt kann. Das kenne ich noch nicht. Das ist wirklich cool. Das gefällt mir richtig gut. Jenny, danke schön für die 27 Monate. Vielen, vielen Dank. This bedeutet me very much. So wie in Hanford. Oh ja, 24 Stunden spiele ich Sims. Was meinst du mit in Hanford? Ach, die Aufgaben meinst du? Ja, ist nochmal ein bisschen anders. Aber ähnlich. Jetzt habe ich wieder verloren. Ah, da. So. Da kann man nämlich jetzt so verschiedene Sachen machen, womit man, also wie so Gelegenheitsjobs, die dann eben auch mit Pferden und so zu tun hat. Und das finde ich ist also vor allem aus Storytelling-Gründen sehr, sehr cool. Also zum Beispiel, man kann ein Pferd aus der Nachbarschaft trainieren, dafür braucht man aber, also je höher die Reitfähigkeit ist, desto höher ist die Bezahlung, was ich sehr cool finde. Geführter morgendlicher Ausritt, Reitstunden für Kinder geben, Nachbarschaftsfracht, Tier transportieren, Springreiten unterrichten, Westernreiten unterrichten, Ziegenstreichelparty, Schafe auf dem Feld des Nachbarn grasen lassen. Also das finde ich wirklich cool. Und das ist das, was ich meine. Also es braucht ja eigentlich nicht viel, um uns zu begeistern. So. Warum nicht mehr von sowas? Also, ja. Weil das ist ja wirklich cool, oder? Liz Simsys Video ist auch draußen. Ihr Thumbnail sieht schon mal sehr skeptisch aus. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, das wird richtig zerfetzt, das Pack. Bin mal gespannt. Ich finde das Pack klasse. Ja, und das ist das, was ich möchte. Ich möchte, ihr sollt ja eure eigene Meinung bilden. Und deswegen, ne, kann ich nur noch mal sagen, deswegen habe ich das im Video so ein bisschen versucht, meine eigene Meinung nicht so krass rausschauen zu lassen. Also man merkt mir das an. Aber ich habe da ja viel weniger geraged als jetzt hier im Stream. Weil ich einfach möchte, dass man sich die eigene Meinung bildet. Und einfach sieht, was es gibt oder was ne, der erste Eindruck ist. Und entweder findet man das halt gut oder nicht. Ja. Sind die Ziegen und Schafe dann wie Pferde in seinem Haushalt? Nee, die sind wie Hühner. Das können wir jetzt auch gerne machen. Da kann man dann nämlich die Ranch-Tiertauschbörse anrufen und dann kann man Zwergziegen und Zwergschafe kaufen und das ist dann, wie gesagt, wie bei den Hühnern, dass man die quasi im Inventar haben kann. Steigbügel regen mich richtig auf. Ja, kann ich total verstehen. Also habe ich auch sehr, also hat mich auch sehr, sehr aufgeregt. Wollen wir ein Schaf oder eine Ziege? Oder jeweils eins, weil wir haben ja zwei Kinder. Ist es schlau, dass wir das machen? Ich weiß es nicht, aber es ist süß. Ich würde interessieren, warum das eine Schaf so teuer ist. Ich glaube, Schafe sind einfach... Ah, nee. Weiß ich auch nicht. Jeweils eins, okay, habe ich mir schon gedacht.
Habe ich mir schon gedacht. Achso, eins kostet 2000. Achso. Vielleicht ist schwarze Wolle viel wert? Emmy, hallöchen. Ja, das kaufen wir dann natürlich nicht. Und ich finde die bunten auch immer so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir kaufen so eine braune Ziege und ein cremefarbenes Zwergschaf. Ist das in Ordnung für euch? Kann man die Tiere nur in der Welt halten oder überall? Nee, die könnt ihr überall halten. Das ist nicht begrenzt. Weil es das schwarze Schaf der Familie ist. Good one. Good one. Okay. Und dann seht ihr, erscheint das in unserem Inventar neben unserem toten Ehemann. Und dann können wir die eben, nee, so war das, ne? In Welt platzieren. Aber vielleicht nicht in deinem Schlafzimmer. Vielleicht wachst du erstmal kurz auf. Und dann gehst du mal kurz hier runter. Was stand da? Achso. Lumi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Hör jetzt mal auf zu schlafen, Girl. Es ist jetzt keine Zeit mehr zum Schlafen. Ja, ich kümmere mich gleich. Ach, Lu, ich habe auch keine Zeit für dich. Ich muss jetzt mal kurz hier raus. Ganz dringend. Kannst du jetzt mal rausgehen? Ja, okay. Sie wollte ihre Tochter unbedingt mitnehmen. Lu, was willst du? Ja, geh mit Siobhan auf ein Date. Let's go. Und jetzt können wir die platzieren. Achtung, seid ihr bereit? Okay, wir füttern erst unser Kind. Nee, nee, wir haben keine Zeit für Arbeit. Hör auf. Schnell. We want to see the Schaf. Ziege und Schaf. Oh mein Gott, sie liegt das Kind. Wait. Ach so, oh Mann, ich dachte, sie kann das ins Heu legen. Das wäre ja sehr, sehr süß. Da! Oh. Gut, und wir pinkeln uns in die Hose. Unsere Ziege hasst uns schon mal. Gute Voraussetzungen. Aber there it is. Und die sind wirklich sehr süß. Warte mal, kann Mason was mit... Ja, Mason kann was mit dem mit der Ziege machen. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir wollen jetzt noch unser Schaf sehen. Nein! Bleib hier. Hallo, there it is. Ja, also die sind wirklich, wirklich süß. Trinkt es gerade unsere Pipi? Nee. Die sind einfach so unfassbar niedlich. Also, warte, wir können auch die dann hier so mit der Flasche füttern. Und da gibt es wohl auch verschiedene Altersstufen. Also das ist jetzt ein Jungtier. Aber die verändern sich optisch, glaube ich, nicht. Oh mein Gott. Kann er noch mehr machen? Streicheln. Oh. Oh, wait. Was war das? Das war süß. Die Ziegen werden nicht groß. Nee, die bleiben so. Man kann, also wir können denen auch Namen geben. Oh, die sind auch bereit zum Melken. Das habe ich noch nicht gemacht. Das bin ich ja mal... Also das will ich jetzt mal sehen. Das ist irgendwie... Ja. Und seht ihr? Also das ist das, was ich meine. Sie drückt einfach nichts. Wir haben 2 Flaschen Milch bekommen. Ich will euch aber noch ganz kurz das zeigen, was mich am meisten aufgeregt hat. Da ist jemand mit dem Pferd. Also, hier sehen wir das erste Pferd in diesem... danke. War irgendwie ein bisschen abgewürgt, ne? In diesem Spiel... Das, ja. Ich dachte erst, es wäre ein Bug bei den Kindern. Aber nein. Das ist so. vielleicht wird es noch irgendwie nachgepatcht oder keine Ahnung. Aber das ist, ja. Extrem, extrem sad. Aber die Pferde sind trotzdem cool.
Also. Pretty Horses. Ja, denke ich mir halt auch. Dann hätten sie sie auch einfach weglassen können. Hätte man sich nicht drüber aufgeregt, weil sie nicht da wären. Aber das sind halt so kleine Sachen, die, wo ich so denke, okay, wir bringen ein Pferdepack raus und machen dann halt sowas. Ja. Aber das war auch alles, was ich euch jetzt hier zeigen wollte. Also ich wollte jetzt auch nicht, ne, wenn ihr meinen ersten Eindruck und die Pferde und so sehen wollt, könnt ihr gerne nochmal mein Video angucken. Ich wollte jetzt nur ganz kurz, dass ihr ganz kurz einen Einblick bekommt in das Pack. Und ich meinen Rage so ein bisschen rauslassen konnte. Ansonsten würde ich dann jetzt auch den Stream beenden. Wenn das okay für euch ist. Ja, Details fehlen leider. Ja, Raven wohnt jetzt erstmal hier. Also beim nächsten Sims-Woche werden wir dann auf jeden Fall hier spielen. Da freue ich mich auch drauf. Weil, wie gesagt, es ist ja trotzdem alles sehr schön. Eine schöne Welt. Und wir freuen uns da ja auch dann sehr drauf, da zu spielen. Und ich freue mich auch bei See the World hier zu spielen und so weiter. Aber sad ist es trotzdem ein bisschen. So, nö, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ja, natürlich musst du bleiben. Ja, also so war das jetzt nicht gemeint. Ja, ich glaube, der Code geht leider immer noch nicht von Snacks, aber morgen sollte dann sich ja hoffentlich mal jemand bei mir melden und dann sollte das hoffentlich gefixt werden. Ich probiere es nochmal, aber I doubt it. Nee. Tut mir super dolle leid, dass das auch nicht funktioniert hat. YouTube, macht's gut. Tschüssi.